Na gut, dann fange ich mal mit vorher was an. Das wollte ich eigentlich in irgendeinem Auto, das ist ja egal. Ach so. Und zwar könnte es ja jetzt sein, durch die Ereignisse letzter Woche, dass ab und zu mal ein bisschen mehr Einzelspiel mit Jojo kommt. Kaban hatte ja sehr viele Einzelspiele mit Freya und jetzt ein bisschen bei der Prospect-Zeit auch. So. Und das Ding ist, warum kriegt Jojo jetzt Einzelspiel? Ja, weil sie einen Mann in sich trägt. Also das ist jetzt übelster Spoiler, aber ist mir auch übel scheißegal, weil ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, wir leben nicht von Geheimnissen und übelsten Geschichtsplots, sondern von Spoilern. Zum Beispiel von anderen. Unsere Aufmerksamkeit und hier unsere Spannungskurven geht von Spoiler zu Spoiler halt. Vor allem Spannungskurve, ja, die wollte ich auch gern mal malen, du. Worauf wollte ich hinaus? Genau. So ist es nämlich. Erst wenn Jojo einen Mann in sich trägt, kann ich ja mit der einzeln was spielen. Ansonsten ist es ja überhaupt nicht. Also, was will ich damit so? Frauen. Pff, bah. So, Deli, in der letzten Folge. Ja, Jojo hat wohl festgestellt, dass sie krank ist. Hat irgend so ein komisches Ding da in ihrem Bauch. Weil sie zusammengebrochen ist. Ein Tumor. Ein Parasiten. Ja. Genau, manche geben ihm auch einen Namen. Das war ein Zitat. Entschuldigung. Echt? Okay, ja, von Dr. House. Oh, schön. Das ist natürlich übel. Ansonsten, was war nochmal unser Plan? Nachdem wir es dann endlich geschafft hatten, diesen Jungen zu befragen und da ein paar Informationen rauszukriegen, sind wir zu Sil gekommen und Sil hat uns dann weitergeleitet an einen gewissen Krüschern und dieser Krüschern steht wohl mit dieser ganzen Geschichte in Verbindung. Sil wollte für die Infos eine Abmachung mit der Gang. Ja, hat er auch gekriegt. Und zwar will er jetzt seinen Beruf erst Anwalt in die Schneue erstmal ausüben unter dem Schutz. Das Schutzgeld wird etwas geringer sein, aber dafür wird es dann vermutlich irgendwie andere... Rechtsbeistand. Nennen wir es Rechtsbeistand. Ja. Dieses Nicht-Schutzgeld ist 0? Nein, 5%. 5%. Shit. Naja, waren es halt 5%. Mhm. Und genau, dann mussten wir aber erstmal rauskriegen, wer dieser Krüschern eigentlich ist oder wie wir an den rankommen. Und da sind wir dann schlussendlich wieder bei Damian gelandet. Und die Abmachung mit Damian war, dass dass die Vermutung besteht, dass er sein Hauptquartier in Donskoy hat. Wenn das irgendwie gebietstechnisch einigermaßen sinnvoll für Damian liegt, dann kriegt Damian sein Hoheitsgebiet quasi und wir kriegen den Typen, so dass irgendwo liegt, was für Damian eher ungünstig ist, dann... war von einer Entschädigung die Rede. Wie die genau aussah, stand dann aber noch, weil wir den genauen Fall nicht kennen, steht dann erstmal noch offen. War die Entschädigung nicht für euch, wenn das irgendwie... Der wollte euch doch irgendwie entschädigen, oder hast du das tatsächlich auch falsch verstanden? Na... Ich finde das gut, dass wir entschädigt werden. Na, wir... Das ergibt nur wenig Sinn. Na, Moment, wir sollten sowieso am Ende irgendwie was davon haben, von dieser ganzen Sache. Zum einen Krüschern und zum anderen halt mussten wir gucken. Wenn er das Gebiet bekommt, dann sollten wir was kriegen. Nur er wollte halt natürlich auch was dafür haben, in irgendeiner Form, dass er uns diese Informationen zuspielt. Und er wollte eigentlich das Gebiet dafür. Wenn er das Gebiet aber nicht gebrauchen kann, zumindest wenn ich das richtig, ich rede voll laut, oder? Ein bisschen. Dann muss ich mal die Musik leiser machen. So, ich hoffe, jetzt geht's besser. Nee, du hast einfach so ein lautes Organ wegen des ganzen Testosterons. Ja. Endlich fließt mal wieder was Vernünftiges durch dir. Durch dich? Nein, durch dir. durch dir ist halt fast so schlimm, wie wenn Leute sagen, ich hang irgendwo. Oder ich mach mal das Fenster ran. Das ist tatsächlich Dialekt, den ich verstehen kann. Egal. Könnte sein, dass ich auch so spreche. So, diese Diskussion müssen wir auch nicht im Intro führen, aber theoretisch... Aber also, die andere. Nein, aber ich hatte es so verstanden, dass wir uns dann irgendwie auf jeden Fall nochmal absprechen, je nachdem, wo dieses Gebiet liegt. Ja gut, ich weiß es halt auch einfach nicht mehr, ne? Ich bin ganz ehrlich. Wir kriegen auf jeden Fall 10.000 Millionen von ihm. Ja, was wir aber jetzt noch nicht angemerkt hatten, was ja eigentlich auch das Wichtigste des letzten Montages war, ist ja Daddy. Ja. Von einem kleinen Kind verprügelt. Ja. Das ist ja so gar nicht richtig. Wann das dann? Das war... Ich wollte das Kind positiv bestärken in seiner weiteren Laufbahn. Du wolltest ihm einfach nur mal Erfolgserlebnisse gönnen. Es ist ja nun mal auch ein Kind, das in seinem Leben sehr viel Pech gehabt hat und auch schon sehr früh mit Misserfolgen konfrontiert wurde. Das heißt, Kaban wollte diesem Kind einfach nur mal ein wirkliches Erfolgserlebnis gönnen. So, und an alle, die jetzt immer mal wieder irgendwie gesagt haben, Kaban, ich ja nie. Kaban hätte irgendwie komische Moralvorstellungen. Kaban hätte irgendwie, keine Ahnung, wäre unmenschlich, Doppelmoral, irgend so ein Scheiß. Alles das. Hört ihr das? Was Kaban und Deli als gemeinsames Etwas für eine tolle Person sind. Die kümmern sich um die Kinder. Selbstwirksamkeitserleben. Das wollt ihr dem Kind geben. Gerade den sozial benachteiligten Kindern. Das ist so wichtig und das ist so gut von ihr. Deli, ich könnte kotzen vor Freude. Krieg ich extra Kammer? Nee. Schade. Aber ich war so nett. Na gut, dann bringe ich sie halt jetzt wieder um. Na, siehst du. Das hast du mir halt doch die ganze Zeit vorgeworfen. Hm? Du hast, Kaban hat Jojo vorgeworfen, dass sie das Kind umgebracht hat. Ja, ich weiß. Du kannst doch nicht einfach ein Kind umbringen. Ist halt so. Nur weil es mich beinahe in den Erdboden geprügelt hat. Das hat halt genau die Eichel getroffen. War halt mal so. Ich hätte, deswegen hatte ich ja auch letztes Mal so ein bisschen überlegt, ich war ja ein bisschen unzufrieden, dass es dir an die Eier haut, weil es wäre viel geiler gewesen, wenn es dir auf den Oberschenkel gehauen hätte und du wärst trotzdem um mir fallen. Natürlich. Aber es ist halt so schön auf Armhöhe, das ist halt schade. Bin ich halt Linksträger dann plötzlich oder Rechtsträger? Jetzt sagst du, wenn du gegen Schienbein trittst, ja, siehst du Linksträger. Mhm. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber Kaban stimmt's ja auch, aber wenn es die Eier getroffen hätte, hätte ich dir ja 5 Panzerungswürfel mehr geben müssen, scheiße. Buß auf Stil. Ach so, jetzt habe ich's verstanden. Ist ja alles gut. Es kann ja auch mal sein, dass man mit seinen 21 Würfeln... Nee, es war ja der Ausweichmorph, wo du gepasst hattest. Ach so, oder so. Aber na gut. Von einem kleinen Kind verprügelt. Ich meine, es kann dir nur Jojo vorwerfen, sie kann dir ansonsten nicht mal Fang vorwerfen. Das ist einfach alles traurig. Sie hat es ihm nicht mal vorgeworfen. Sie hat es nur einmal kurz angemerkt, als er ihr vorgeworfen hat, dass sie ein übelstes Monstrum ist, weil sie dieses Kind erschossen hat. Zu Recht. Na, eigentlich hat sie nur das andere Kind geschützt. Der Beschützerinstinkt kommt erst, wenn das Kind geboren ist. Oder kurz davor. Na, sie hat ja nur ihre Wertanlage geschützt. So, das kann ich verstehen. Das ist kein Beschützerinstinkt. Ich meine, wenn plötzlich so ein Kind +6 Stärke kriegt, dann geht's schon ab. +6 Stärke, alter Schwede. Mhm. Und das ist halt nur nach SR4-Regeln. SR5 wäre es ja +10 oder so. Aber unabhängig davon. Das war letzte Woche. Viel Spaß und bleibt geil. Gut. Wo waren wir? Warte. Wir sind gerade, glaube ich, aus dem Arzt. Ihr hattet euch getrennt. Und ich würde euch erstmal euren Freiraum lassen. Macht ruhig. Na, Jojo war ja die hat sich ja erstmal in die Werkstatt verabschiedet. Da ist sie auch hingefahren. Das ist gut. Ja. Muss ich mich dafür zur Rechenschaft ziehen lassen, dass ich alle Leute verrückt gemacht habe? Nee, das war eigentlich schon längst abgehandelt. Sehr gut. Du musstest doch Liegestütze machen. Aber war das nicht was... Nee, das musste ich wegen anderen Scheiß machen. Echt? Aber Jojo hat auf jeden Fall gesagt, als jemand nachgefragt hat, ob man dich jetzt noch irgendwie lieben müsste. Und da hat sie gesagt, nö. Ja. Na gut, dann bin ich ja mal glücklich davon weggekommen. Das stimmt. Ja. Die kommt irgendwann am Abend wieder. Ich habe die beiden anderen Prossies geholfen bei deren täglichen Aufgaben. Das ist nett. Ja. Ich weiß, ich bin ja nett. Da ist ja auch noch diesen Einkauf dann zu verteilen und so. Richtig. Stimmt. Mit den Darmhygienemitteln und so. Ja, den Menstruationstassen. In genau durchsichtig, den. Blau und pink, passend zur Handtasche. Genau. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, Kaban mal irgendwann nochmal abzupassen, wird Jojo das tun. Das sollte möglich sein. Ich laufe nämlich gerade quasi mit Müll nach draußen, weil wir müssen aufräumen. Dann darfst du mich jetzt abpassen. Ja, das macht sie. Kaban? Vorsicht. Ja. Darf ich das kurz wegstellen? Ja. Ja. Was kann ich für dich tun? Mir eine Minute deiner kostbaren Zeit gönnen. Mhm. Wahrscheinlich unter 4 Augen, ne? Ja. Du darfst mich jetzt begleiten, wir müssen noch was abholen. Ja gut, dann holen wir doch was ab. Gut, das tut ihr auch. Ihr holt tatsächlich was ab. Aber, keine Kinderkrippe? Nee, nur ein paar Kisten. Achso. Das sagt sie jetzt übrigens im Auto auf dem Rückweg. Pass auf. Es könnte sein, dass ich vielleicht vorhin ein bisschen ungehalten war und das tut mir leid. Okay. Alles easy. Gut. Ich war für dich vielleicht auch neu, hm? Ja. Schön. Nee. Dann, hier ist ein Glückwunsch, Fragezeichen. Nee. Pass auf. Ich möchte dich nur bitten, wirklich die Klappe zu halten. Weil ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, die nicht leicht ist und ich noch keine Ahnung habe, was ich mache und ich mir bei dieser Entscheidung, wenn ich sie am Ende treffe, wirklich sicher sein muss. Das kann ich nicht, wenn irgendwelche Leute die ganze Zeit auf mich einreden oder... Namentlich dein Bruder? Es ist völlig egal, wer. Oder mir die ganze Zeit irgendwelche blöden Kommentare drücken oder irgendwas anderes. Außerdem, wenn ich mich überhaupt dazu entscheiden sollte, diese ganze Geschichte durchzuziehen, ist es, denke ich, auch... meine Sache, wann ich es wem wie sage. Okay? Das ist schon richtig, aber wenn du das durchziehst, also das zu behalten, dann solltest du das eventuell relativ zeitig mit deinem Bruder abklären. Kaban, das ist nicht deine Sache, okay? Ich muss mir sicher sein, dass ich das wirklich will. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis ich mir wirklich sicher bin. Es kann sein, dass das morgen ist. Es kann sein, dass das nie ist. Es kann sein, dass ich morgen sage, ich will's nicht. Und du kannst dir ganz sicher sein, dass ich nicht so blöd bin, irgendwas durchzuziehen, bei dem das ein Problem werden könnte. Wenn, dann bin ich auch klug genug, mich aus Sachen rauszuhalten, weil ich weiß, was passieren kann. Okay? Das meinte ich gar nicht, sondern es fällt bald auf. Ach, Kaban, das weiß ich selbst. Du bist ziemlich zierlich. Kaban, ich möchte jetzt bitte nicht mit dir darüber diskutieren. Wir diskutieren auch nicht darüber. Ich habe sowieso nichts zu sagen. Ja, aber selbst wenn, ist es dann... werde ich das dann schon irgendwie los oder werde das dann schon irgendwem sagen, okay? Aber alles bitte, easy. Es ist meine Sache, wann ich das tue und ob ich das überhaupt mache. Ich mache mir nur so, ist alles gut. Ich bin nur Prospect, ich halte die Fresse. Außerdem bin ich mit dir befreundet, das heißt, ist sowieso noch wichtiger. Danke. Bitte. Du musst dir keine Sorgen machen, okay? Weißt du, was ich für einen Anschiss kriege, wenn er rauskriegt, dass... Ne? Und ich das wusste? Es geht hier nicht um dich. Ich kriege hier Ärger. So, dann grinse ich sie an. Das Schlimmste werde ich dann wohl zu verhindern wissen. Ja, und irgendwann kommst du nicht mehr aus dem Bett, weil du schwanger bist. Hochschwanger bist. Und dann sitze ich da alleine und muss mich alleine verteidigen. Das sehe ich noch nicht. Ehrlich gesagt. Passt schon. Okay. Und wenn es dir recht ist, würde ich dieses Thema bis zu dem Zeitpunkt, an dem irgendwas klar ist, auch gerne einfach nicht mehr ansprechen. Wenn du meinst, dass das besser ist. Ansonsten, mit mir kannst du darüber reden, weil ich weiß ja eh dir Bescheid. Ich weiß, aber ich will das nicht unbedingt, weil das eine Entscheidung ist, die ich für mich treffen muss. Das ist schon richtig, aber hin und wieder hilft das mal, sich auszukotzen. Das meine ich jetzt nicht im physikalischen Sinne, was du sowieso schon die ganze Zeit tust. Was mir übrigens schon aufgefallen ist. Wahrscheinlich auch den anderen. Ja, dafür habe ich mannigfaltige Erklärungen parat. Gut. Aber das sollte jetzt irgendwann sowieso bald besser werden. Ja, wahrscheinlich. Egal. Bringst du die Sachen noch in den Werkstattraum, bitte? Das kriege ich hin. Der Prospekt ist ja immer stets zur Verfügung. Ja, außerdem habe ich da eine Ausrede, dich mitzunehmen. Du musst Kisten schleppen. Sehr gut. Gut. Ja, damit wendet sie das Gespräch anderen Themen zu. Genau, das würde ich nämlich jetzt auch gerade tun. Hättest du mich nicht mit OT-Gelaber unterbrochen, du. Entschuldigung, war ich denn nicht tiefenimmersiv genug? Ja. Ich liebe dieses Wort. Was machen wir jetzt mit dem Friegel? Mit dem was? Mit dem Friegel. Dem komischen Typen. Krüschern. Jo. Na, Damian hört sich um und ruft uns an. Wenn er was weiß, der sagte doch, es kann ein paar Tage dauern. Ja. Und? Ich bin ungeduldig. Ich weiß, dass du ungeduldig bist, aber ich würde tatsächlich erstmal abwarten, was Damian uns zu erzählen hat. Der hat auch ein gewisses Interesse daran, gegebenenfalls. Und dann werden wir schon wissen, was dann passiert. Oder wenn wir überhaupt mal wissen, wo der ist, dann können wir gucken, und was der überhaupt zu melden hat. Gut. Er guckt ihn nochmal ein bisschen skeptisch an. Und ja, ich weiß, ich soll darüber nicht reden, aber ess mehr, trink mehr. Und das geht mir nicht wegen dem Kleinen, sondern weil du sonst einfach wieder umkippst und das könnte gefährlich werden. Ja. Gut. Es macht sich nicht so schön, eine Magierin im Rücken zu haben, die umkippt. Ja. Keinen dummen Kommentar, weil ich umgekippt bin. Das finde ich gut. So belassen wir das dabei. Dann Kisten schleppen, habe ich verstanden. Mhm. Ich sag mal so, früher war das mit dem Kistenschleppen einfacher. Was war das? Früher war das mal einfacher. Ja, ich bin halt noch nicht ganz genesen, außerdem hat der Doc ja die Hälfte meines Körpers weggeschnitten. Darauf wollte ich hinaus. Du bist ganz genesen, aber der hat die Hälfte deines Körpers weggeschnitten. Der Schuft. Der hat mir das nicht mehr ich muss dich doch nur darauf hinweisen, dass du jetzt schwach und erbärmlich bist. Ja, das Schöne ist, er hat mir ja nicht mehr dafür Geld gegeben, dass er mir die Hälfte der Muskeln rausschneiden darf. Wahrscheinlich hat er damit ein halbes Kind oder eine ganze Zwergenfamilie verbessert. Das kann schon sein. Tschüss. Aber dafür hast du mir auch erneut Jojo ins Haus geschleppt, die erneut wieder gute Laune hatte. Also ich finde, das gleicht sich alles ganz gut aus. Wieso? Das war doch okay. Die war vielleicht ein bisschen sauer, aber das ist ja auch möglich. Also in Anbetracht der Umstände, muss ich sagen, ist sie vielleicht mal kurzzeitig ein bisschen lauter geworden, aber es ist nichts kaputt gegangen und es ist nichts passiert. Und sie hat ihm sogar, wollte ihm sogar das Geld geben, dass er nichts will. Da kann sie ja dann auch nichts für. Mhm. Ja, stell dir mal vor, jemand ist richtig wütend und du weißt nicht, was der macht, du weißt aber, der kann zaubern. Fühlst du dich ziemlich gut, oder? Naja. Aber jetzt, also ein bisschen kennt er die ja schon. Die waren ja sogar schon zusammen trinken deswegen, und Poker spielen. Ja. Ja, aber trinken dennoch. Und Poker spielen. Aber dennoch. Da warst du ja auch nicht wütend. Das stimmt. Aber gut, wie sieht denn das die nächsten Tage so prinzipiell aus? Arbeit, Arbeit. Das klingt vernünftig. Arbeit, Arbeit. Nenn mal eine genaue, prozentual ausgedrückte Anteilszahl, die du überhaupt dort in diesen Räumlichkeiten, die du zu Hause nennst, verbringst. Zum Schlafen, also eher wenig. Beziehungsweise ist hier halt das meistens jetzt, dass sie meistens morgens ziemlich früh wach wird. Fährt sie halt früh und, naja, sie verbringt aber auch so ein bisschen so Alibi-Zeit halt, ne? Also wenn sie weiß, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass sie da um eine bestimmte Zeit alle zusammensitzen und irgendeinen Scheiß machen oder sowas, dann ist sie auch dabei. Aber wo war jetzt diese Prozentzahl? Du meinst von 24 Stunden? Nee, von 100%. Die sie dort verbringt? Zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Schlafanteil ist. So vielleicht 40? 50 vielleicht? Das sollte mir auffallen, dass hier gemurmelt wird, dass man die ja so wenig sieht. Oder plus, sonst was. Plus Schlaf halt. Dann kriegt die aber auch Nachricht. Ich gebe ihr durchaus ein bisschen Rückendeckung. Das ist gut. Du bekommst Nachricht, dass ein bisschen sich gefragt wird, was eigentlich mit Jojo gerade am Start ist. Ob man irgendwas weiß, ob sie schon wieder ein geheimes Superwerkzeug ausbrütet. Wenn ja, welches? Warum sie das immer geheim hält? Oder vereinzelt auch nicht, dass sie wieder gerade eine schwere Zeit hat. Dann kriegt sie die Nachricht. Man macht sich Gedanken und Sorgen um dich. Dann kommt zurück, haben die Waschweiber eigentlich nichts Besseres zu tun? Nee, die Arbeit mache ich ja alle. Da kriegst du 2 Daumen nach oben. Super. Das ist jetzt auch nicht das bestimmte Thema innerhalb der ersten paar Tage des Abends, aber mal so zwischendurch, weißt du? Ja, klar. Nee, also sie lässt es durchblicken. Die hat tatsächlich auch noch Arbeit da liegen, die sie da noch macht, die sie noch fertig macht. Und die brütet tatsächlich gerade wieder an was anderem rum. Ich kann mir vorstellen, dass das... Eine vollautomatisierte Baby... Wird. Ja, genau. Der größte Flop, den du jemals produziert hast, wird das. Da wird sich dann die Pläne dazu irgendwie irgendwann später nochmal angucken und sagen, oha, ja, nee, das geht nicht. Bist du bescheuert? Du bist jetzt bestimmt voll bei der Sache, hochkonzentriert und hast einfach Beste mit Kreislauf und Kotzen und so, kann ich mir vorstellen, dass es einfach übel gut wird. Das ist auch mehr eine Ausrede als alles andere. An den Plänen kommt sie nicht so richtig weiter und die macht keine halben Sachen. Na, sag ich doch. Es kann sein, dass sie dann, also die Pläne sind da, es ist halt mehr eine Ausrede oder nicht, die Pläne sind noch nicht ganz fertig, aber da arbeitet sie halt dran. So, das ist, aber das kann man immer machen, nebenbei kann man dann immer noch so ein bisschen an irgendwelchen Drohnen rumbasteln, die man, also so Spaßdrohnen halt, die man sowieso hat. Das kann sie aber auch durchaus, wenn sie das merkt, verlegt sie das zum Teil auch irgendwie ins Ganghaus. Da gibt's ja auch Arbeitsräume, dann hängt sie halt da rum. Na gut. Dann steigt der prozentuale Anteil zwar und später, also je nachdem, irgendwann müsste das ja tatsächlich ein bisschen besser werden mit dem Kotzen jetzt, soweit wie sie jetzt schon ist. Ja. Also ja. Aber ich habe noch nicht beschlossen, wie das jetzt springt. Doch, ungefähr, gut. Ungefähr nach so 6 Tagen. Da sitzt sie gerade dran und baust eine Spaßdrohne. So, ja, und dann kommt der Koreaner rein, macht die Tür zu, guckt dir erst kurz über die Schulter, setzt sich dann auf da so eine Kiste und fängt an, sich erstmal eine Tüte zu drehen. Ja, dann soll er halt. Was baust du denn da? Jetzt habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, was sie da gerade macht. Ich sag mal, Gandhis Putzdrohnen, ne? Die du noch verbessern wolltest. Vor Wochen. Was? Habe ich das immer noch nicht gemacht? Monate ist das schon hier. Kam mir jetzt was dazwischen, oder nicht? Na, dann zeigt sie auf die Putzdrohnen, die sie da gerade... Die eine müsste fertig sein mittlerweile, aber die andere halt noch nicht. Stand noch auf der Liste. So, ich dachte, es ist irgendwas wie ein laufender Tritt, aber es ist... Nee, es ist sogar was Sinnvolles. Sinn und Unsinn von Putzdrohnen ist halt ein komisches Gesprächsthema. Zum Beispiel jetzt ist ja Oktober. Entschuldigung, was Nützliches. Nee, ja, das ist ja auch nicht nützlich. Also wenn ich aufstehe und mir draußen den Schlackeregen angucke, der da runterkommt, dann kommt früh so eine Putzdrohne durch den Flur gefahren und dann kommt der erste von draußen rein und das war für einen Arsch. Warum machst du das denn nicht irgendwo anders? Warum bist du jetzt immer hier drin? Ich kann es auch draußen machen, aber da rennen dann die Leute mir über die Teile, die Kinder nehmen mir die Werkzeuge weg und verschlucken sich an den Schrauben. Hm. Alles klar bei dir? Ja. Okay. Wenn mich dein Bruder in den nächsten Tagen dasselbe fragen wird, was sage ich dem? Dem sage ich ja. Und dann wird er fragen, und warum hängt die immer hier alleine ab? Dann mache ich dir die Liste fertig, die ich irgendwie in den nächsten Wochen eigentlich noch abarbeiten wollte. Und die kannst du ihm dann geben und dann wird er wissen, warum. Okay. Ich habe mal Felix eingetragen was heißt eingetragen? Ich habe ihm mal gesagt, er soll mal ein bisschen deine Vorlesearbeit für die Kinder aufnehmen. Klingt sinnvoll. Ja, ich dachte mir, der macht das bestimmt gut. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht vorlesen hören. Er lässt zwar viele Worte aus, aber dafür legt er sich richtig ins Zeug. Und die sind ja noch nicht so verständig. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen mein Lesen trainieren sollte. Dachte mir dann aber, nee, ich bin nicht so ausdrucksstark. Stimmt. Ich nehme an, das war in deinem Sinn. Mhm. Wenn es noch irgendwas anderes gibt, was dir auffällt, was gerade du sonst übernimmst, was jemand anderes machen könnte, dann sagst du Bescheid. Mhm. Sie guckt etwas misstrauisch. Hm. Hm? Natürlich versichere ich mich gerade nur, ob ich freie Laufbahn habe und Unterwäsche aus deinem Zimmer stehlen kann, damit ich sie teuer an Felix verkaufen kann, ja. Aber das ist uns doch beiden klar. Warum guckst du denn jetzt so? Jeder will nur glücklich sein und ich bin glücklich, wenn ich sehr viel Geld von ihm bekomme. Er ist dann auch glücklich und du merkst nicht mal, wenn was fehlt. Stimmt. Siehst du? Er hat immer nur die Sachen genommen, wo ich nicht gemerkt habe, dass sie fehlen, weil die mich sowieso meistens nicht interessiert haben. Das hat er immer sehr gut gemacht. Was für ein kluger Mann. Ja. Das in der Tat. Okay, viel Spaß noch. Hm. Dann geht er. Und noch in derselben Nacht. So 23:57 Uhr, grob. Ja. Wer? Big D. Big D, so spät ruft er an. Naja, gut. Ja, gut, sie ist eh noch wach. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das kann ich noch sagen. Ja, natürlich. Es ist ja schon unglaublich spät. Ich hoffe, ich habe dich nicht nochmal aus der Haie gescheucht. Nein. Wir alle brauchen, und ich weiß, du wirst jetzt noch sagen, nein, ich nicht, unseren Schönheitsschlaf. Glaube mir, auch du brauchst jetzt schon Feuchtigkeitscreme. Und du wirst sagen, nein, ich nicht. Sieh mich an. Wie ein Pfirsich wird mir häufig beschienen, aber du musst zeitig anfangen, sonst sehr schlecht. Glaub mir, ich hatte eine Bekannte, sie hatte bis Mitte, Ende 20 wirklich die perfekteste, reinste, modelhafteste, gefotoshoppteste Haut, die ich je gesehen habe. Und sie hat sich nie um etwas geschert, wie Creme und dergleichen. Also Creme schon, aber keine spezielle Feuchtigkeitscreme. Und plötzlich der 29. Geburtstag. Eine Krähe. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ein Mops. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ein Nacktmull. Ein Nacktmull hatte sie ersetzt. Es war unglaublich. Und natürlich sind wir alle nicht eitel. Natürlich sind wir selbstbewusst und haben überhaupt kein Problem damit, den kleinen Mäkeln, die man so hätte. Es gehört dazu, es macht persönlich. Und am Ende ärgert man sich doch über die ersten grauen Haare oder wie noch in meinem Fall schlimmer, viel schlimmer sogar. Tiefe, tiefe seelische Zerstörung durch Haarverlust. Ich habe Koffein-Shampoo-Erzählungen, die haben jetzt keinen Platz mehr. Was ich habe, ist quasi Information. Wenn du also irgendwann in den nächsten Tagen vorbeikommen möchtest, dann könnten wir uns da zusammensetzen. Das werde ich sehr gerne tun. Gibt es einen Tag, an dem du speziell mehr oder weniger Zeit hast oder die nehmen möchtest? Ich würde sagen, ich werde dir von meiner Sekretärin meinen Terminplan für diese Woche schicken und du kannst dich dann einfach eintragen. Dann mache ich das so. Den bekommst du dann morgen? Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich habe jetzt ihn einfach auch nicht im Kopf. Aber gut, wir sehen uns dann und ich werde dir gegebenenfalls nochmal sagen, wo das dann wäre. Das wäre gut, insbesondere dann, wenn ich an eine spezielle Garderobe zu denken habe. Oh ja, natürlich. Das können wir alles noch klären. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf und wir sehen uns dann. Bis später. Bis später. Piep. Ja, dann macht sie erstmal weiter, weil solange sie noch keinen Termin hat, ist es erstmal alles Wurst. Und guckt dann, dass sie sich am nächsten Tag, irgendwie das mit den Terminen geregelt kriegt. So, dass wir dann irgendwann soweit sind, uns mit Damian zu treffen. Ja, irgendwann die Woche jetzt halt. Am besten passt hier offensichtlich der Mittwoch um 16:40 Uhr. Ne? Jo. Und das ist dann nämlich dort. In einem Bordell. Hm. Also, wir sagen jetzt nicht geschmackvoll, wir sagen aber natürlich, es ist zumindest ein offiziell gelisteter Begleitservice. Höherpreisig meinst du? Also schon ein Begleitservice und eigentlich kein Bordell mehr. Nee, es ist trotzdem nur ein Bordell. Du kannst ja auch Nutten nach Hause ordern, das ist aber gleich viel teurer. Da kommt ja noch so ein dicker Dude mit, der aufpasst vor der Tür, dass du da nicht die Alte verhaust oder so. Aber nur weil er als öffentliches Geschäft gelistet ist, ist es deswegen noch nicht, es ist nicht ganz so schmutzig und alles, aber deswegen ist es noch nicht höherpreisig. Okay, das klang so. Man nennt es dann immer Begleitservice oder sowas. Weil du sagtest geschmackvoll, deswegen dachte ich... Nee, wir nennen es nicht geschmackvoll. Okay. Machen wir nicht. Dann habe ich das verstanden. Gut, da gibt es trotzdem nichts, was man jetzt speziell beachten müsste, nehme ich an. Deswegen ist das völlig Wurst. Das Einzige, was du beachten solltest, ist, sich nicht anzuziehen wie eine Nutte, wenn du nicht angekrapscht werden willst. Richtig. Ne? Das kriegt Karon hin. Dann werden wir dorthin gehen. Daddy, mit so einem Arsch kannst du überhaupt nichts dafür. Ja, aber wahrscheinlich nur von Frauen. Nein. Dein Arsch ist geschlechterübergreifend attraktiv. Jetzt hätte ich es fast falsch gesagt. Judy, fahr dahin. Das Ding heißt natürlich Vesuvio und ist ja offensichtlich mit dieses kleine, dumme, hässliche italienische Restaurant, wo er das letzte Mal mit dem war, pseudo-italienisch. Das ist ja sein Bruder dort, der Oberbefehlshaber, und das Essen wird auch dann von diesem Restaurant hier geliefert. Das heißt, dort ist natürlich keiner. Also ihr solltet dort auch, wenn euch was zu essen angeboten wird, dann seht ihr direkt nein. Kommt da an, dann geht er mit dem irgendwie in ein Fake-Zimmer. Das ist aber quasi die Lounge. Man übertreibt mal nicht. Aber es ist die Version, die einfach wenig riecht und da kommt sogar ein bisschen Tageslicht rein. Also es ist nicht ganz so schwummerig, aber ein bisschen stickig schon. Okay. Hallo ihr beiden. Hi. Moin. Kann ich euch etwas anbieten? Etwas Kleines zu essen, etwas zu trinken? Im Moment nicht, danke. Nee, einen Nickstick, ein Sitzkissen, Kaban, bei dir sieht das sehr unangenehm aus. Eine Sekunde. Er holt ein Sitzkissen für dich. Dankeschön. Das ist gut, denn der Stuhl, es ist so ein Pseudo-Korb-Stuhl, bloß dass das quasi das, was Korb sein müsste, aus Plastik ist. Und wenn sich da einzelne Fasern lösen, dann zerstört sie das nicht nur die Hose, sondern auch den Popo. Mm. So, das sieht doch schon viel besser aus. Entschuldigung, war alles sehr chaotisch diese Woche. Krüschern also. Das ist ja nicht so schön, wenn das so chaotisch ist. Wenn wir irgendwie helfen können. Ich denke, es gibt einfach auch Dinge, die muss man ja erstmal allein regeln. Auch ihr habt ja sicherlich noch andere Dinge zu tun. Gerade jetzt, ihr helft ja schon mit dem, was wir hier gerade tun. Krüschern, kommen wir doch gleich zur Sache. Kennt ihr denn die Geschichte von dem Kind, das immer Wolf ruft? Du meinst das am Ende gefressen wird? Genau. Diese Geschichte ist Unsinn. Sie ist unglaublicher Unsinn. Kaban, falls du es nicht weißt, es ist ein Kind und das ruft immer Wolf und es bekommt die Aufmerksamkeit seiner liebenden Eltern und der Nachbarn, der Verwandten, seiner Geschwister und so weiter. Und sie kommen und sorgen. Da wird die Herde gefressen. Da wird der Junge am Ende gefressen, weil ihm keiner mehr glaubt, als er zum 17.000. Mal sagt, oh nein, ein Wolf, ein Wolf. Das ist Unsinn. Eine liebende Mutter, und jede Mutter liebt ihr Kind, wird immer zu ihrem Kind kommen, egal wie oft das Wolf ruft, auch wenn sie weiß, dass es Unsinn ist. Und sie wird sich immer sorgen, sie kann diesem Drang nicht widerstehen. Die Natur ist wunderbar und großartig und sie hat dieses Bindungsverhältnis geschaffen, das sich durch fast nichts außer massiven Drogenkonsum zerstören lässt. Unglaublich. Erschreckend fast. Auf jeden Fall, unser Krüschern hat eine Mutter und diese Mutter kommt aus gehobenem Hause tatsächlich. Sie hat Anstellung gehabt, sie ist magisch aktiv und ihr Sohn musste sich von ihrem Sohn distanzieren. Sie hat trotzdem ihren damaligen Job verloren, wegen einiger Dinge, die er früher tat. Er hatte einige Zeit im Gefängnis gesessen, er ist nicht magisch aktiv. Wegen Drogenhandels, Kindesmissbrauch und dergleichen. Und als er aus dem Gefängnis kam, gab es wohl auch mal eine letzte Zahlung von ihr an ihn. Und immer wieder, so wie ich das mitbekommen habe, spärlichen Kontakt. Sie ist nicht direkt darüber informiert, was er tut. Sie weiß aber, dass es ihr nicht gefällt und dass es der rechtschaffenen Gesellschaft nicht gefallen würde. Und dennoch wird sie immer kommen. Diese Mutter wohnt glücklicherweise in einem Turf, das ich mein eigen nennen kann. Stolzerweise sogar. Ich habe Zugang zu ihrem Haus. Ich habe ein gutes Verhältnis, manchmal sogar teils persönlich zu den Wächtern vor der Tür und zu der Spinne, die teils dort aktiv ist. Ich habe die Möglichkeit, eine Unterredung, falls ihr das wünscht, mit ihr möglich zu machen. Unglücklicherweise ist das auch alles, was ich habe, und ich denke doch, dass es relativ ein gutes Ergebnis ist meiner Ermittlungen. Wo genau oder wie genau er jetzt agiert, hast du aber nicht herausgefunden. Das weiß lediglich sie. Sie wird es nicht genau wissen. Aber sie wird wissen, wie man ihn findet. Und je nachdem, als was ihr euch ausgebt, wird sie euch direkt zu ihm führen oder ihn davon zu überzeugen, sich mit ihr zu treffen. Es gab spärlichen Kontakt und den könnte es wieder geben. Klingt erstmal ganz gut, wie wir genau an die ganze Sache rangehen, müssen wir uns allerdings auch noch überlegen. Selbstverständlich. Ich kann euch die Gefängnisdaten geben. Er hat sich seinen Schutz natürlich bei der Wuri verkauft. Das war ja in den vergangenen Jahren etwas einfacher, etwas unkomplizierter als jetzt. Und so wie es wirkt, wäre er jetzt maximal ein kleiner Bezahler, kein wichtiges Mitglied gar oder irgendetwas anderes, was für sie von Belang wäre. Er hat auch sonst keine höheren Kontakte. Es scheint ein Mann zu sein, der sich eher auf sich selbst verlässt und, ja, auf Kinder. Hm. Gut. Dann danke ich dir auf jeden Fall bis hierhin. Und wir würden uns dann nochmal bei dir melden, wenn klar ist, wie wir an die ganze Sache rangehen und gegebenenfalls einen Kontakt brauchen. Selbstverständlich, gern. Ich würde euch eine Kontaktnummer da lassen, die dann nur für diesen Fall zuständig ist, weil ich nicht weiß, wie es bei mir in der nächsten Zeit aussieht. Sicher. Gut. Gut, dann ja, er würde aufstehen, sich sein Jacket zuknöpfen. Ja, wir ebenso, also zumindest Jojo steht auch auf. Ja. Ja, dann wird er euch zur Tür geleiten und die für euch öffnen und euch nochmal zulächeln. Ich lächle freundlich zurück. Genau. Ja. Kriegt eine kleine, kriegt ein Nicken, ne? Oh. Ja. Ja, dann geht er auch raus am Ende, dann geht er erstmal freudig erhobenen Armes auf den Bordellbesitzer zu und die Puffmutti gibt dem beiden ein Küsschen rechts und links und verfällt erstmal in Umarmung und in Gequatsche. Easy. Und wir gehen. Genau. Ja. Also er hat uns ja die Adresse und so weiter gegeben, oder ne? Nee, noch nicht. Das kriegen wir dann, wenn wir wissen, wie wir da ran wollen. Okay. Er sagte nur, er kann Kontakt herstellen. Er sagte nicht, dass er uns die Adresse gegeben hätte. Naja, und er kann für euch Sicherheitsmaßnahmen, ich sag mal kurzzeitig, dingsen. Genau. Das heißt, wenn ihr wisst, wie ihr es machen wollt und wann ihr es machen wollt, müsstet ihr euch dann mit dem anderen Dude in Verbindung setzen. Nope. Ja, gut. Ja, wenn wir im Auto sind, wie wollen wir das denn dingsen? Gute Frage. Ich weiß vor allen Dingen noch nicht genau, als was wir uns jetzt ausgeben können, dass die uns überhaupt zuhört. Die Chancen stehen gut, wenn wir ihr Hoffnung machen, dass er vielleicht gar nicht so kriminell ist oder vielleicht aus der kriminellen Bahn rausgekommen wird. Ja, ich habe ja auch schon überlegt, irgendeinen Deal vorschlagen oder irgendwas anderes. Ja, so, hey, wir kommen vom Staatsanwalt und wir wissen, dass ihr Sohn quasi als Informant tätig sein könnte, aber er wollte noch nicht so wirklich. Wir müssen mal Kontakt und wir müssen jemanden haben, der uns überzeugt, mit uns zu reden. Das Problem ist, dass wir einfach null Infos über den haben. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöder. Ja, eben. Na, die Gefängnisakte habt ihr ja bekommen, ne? Ach so, wir haben die ganze Gefängnisakte. Stand ja, da auch, weswegen der inhaftiert war und alles Mögliche? Ja, Kindesmissbrauch in, ich sag mal, mehr Fällen, als ihr beide Finger habt. Und dann Verkauf illegaler Substanzen. Das Problem ist, dass dieser Typ auf jeden Fall sterben wird. Ich verstehe das Problem verdient. Nicht. Könnte vielleicht ein bisschen sauer werden. Ach so, übrigens, mir ist gerade aufgefallen, das funktioniert ja so gar nicht. Die Anklagepunkte von wegen Kindesmisshandlung und so einen Scheiß und Verkauf an Minderjährige und so einen Kack, das hätte man ja nur schwer beweisen können, das hätte ewig gedauert, ihn da vor das Dings zu bringen. Aber er hat hier gestohlen von Njetkin. Und von Evo. 4 Jahre Knast. Alles klar. Es geht doch nichts über die vernünftige Justiz. Wir müssen nicht das beweisen, dass er es war. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich wen kenne, der sich da... Also prinzipiell ist das eine gute Sache, aber wir müssen vielleicht erstmal rauskriegen, wie die sowas ganz genau machen oder wie die, welche Befugnisse da wo wie sind, weil ich habe keine Ahnung, wirklich überhaupt keine Ahnung. Wobei sie hat, glaube ich, Polizeiprozeduren, aber ich weiß nicht mehr. Naja, also wenn man so einen Informanten hat, den man sowieso schon an der Google hat, weil er vorbestraft ist, und ne, wenn man dem wenigstens eine Kleinigkeit nachweisen könnte, ja, dann kann man ne, mit dem ja sprechen, dass er als Informant auftritt. Ja, aber dafür braucht er natürlich einen guten Grund. Und die Mutter als Frühsprecher zu benutzen? Dass ihr nicht in einem rechtsstaatlichen System lebt. Welche Befugnisse? Naja, es geht eher um, wer welchen, ab welchem Rang man sowas macht und auf wen man sich im Zweifel berufen muss oder irgendwas anderes, dass die Frauen nicht sofort rausbekommen, wenn sie einmal die Matrix anschmeißt. Easy. Oberstaatsanwalt. Ihr braucht quasi einen Deal, einen ausgefertigten. Unterschrieben, gefälscht. Ach, wir kennen doch einen Fälscher, das ist gut. Die Polizei wird, du hast aber sogar Polizeiprozeduren, oder? Ja, ja. Und du hast auch Gesetzeskenntnis. Ja, ich habe Gesetzeskenntnis. Genau, Polizeiprozeduren habe ich aber lediglich auf 2 und Gesetzeskenntnis ist auch nicht so fürchterlich hoch. Wir brauchen keine Gesetzeskenntnisse, die groß sind. Wir haben einen gottverdammten Anwalt, der kennt diese Scheiße. Ja, bei denen will ich da erstmal noch nicht reinziehen. Ich kenne den Anwalt doch nicht. Naja. Der wollte auch mit der Sache nichts zu tun haben. In jedem Fallus, die Polizei von wegen, als wer du dich jetzt ausgeben musst, benutzt ja gern auch ab und zu, um solche Deals zustande zu bekommen. Unabhängige Dienstleister, die sich auskennen im kriminellen Milieu und über Kontakte verfügen, die die Polizei sich so nicht aneignen könnte und die zu 100% auf legaler Ebene operieren. Ne? Naja, Privatdetektive. Bei der Frau ergibt es ja sogar Sinn, dass man jemanden wie Jojo dahin schickt. Ich meine, wenn die magisch aktiv ist, dann schickt man doch gerne mal einen Magier hin. Zum Beispiel. Wir können uns einfach als Privatdetektive outen. Vielleicht müssen wir uns gar nicht ausgeben, vielleicht müssen wir gar nichts angeben, dann wir müssen ja nur sagen, dass wir für die Polizei dort sind, um diese Sache klar zu machen. Allerdings brauchen wir diesen Wisch. Aber hatten wir nicht sogar einen Fälscher an der Kontaktliste? In meiner nicht. War der Schwede nicht Fälscher? Hattest du mir nicht sowas mal gesagt? Wäre jetzt ein bisschen traurig gewesen. Naja, der ist kein Profi-Fälscher, aber der kann Dinge fälschen. Der hat für euch öfter Dinge gefälscht und kleine Dinge und Fälschung entlarvt. Vor allen Dingen. Hm. Gut. Das klingt doch nach einem Plan. Dann fragen wir den einfach. Mhm. Okay. Machen wir so. Gut, was sollten wir dem am besten fälschen? So ein Deal der Immunisierung, also die Tät verspricht, wenn in allen damit zusammenhängenden Straftaten. Ja. Wo er uns jemanden liefern kann. Naja, Moment, wenn er uns das ist das Schwierige, das ist die Frage, was bringt er uns, wenn er irgendwie nichts mit anderen Leuten zu tun hat? Naja, Pedos haben immer so ein kleines Netzwerk, wo die Kinder, Schrägstrich und oder Bilder oder Videomaterial verteilen. Die müssen ja irgendwie. Du meinst die Matrix? Ja, aber es gibt ja auch richtige Kinder, die dann. Seien wir mal ehrlich, irgendwie interessiert das dort noch jemanden? Den rechtschaffenen Bürger ja schon. Du musst nominell ja nominell schon. Du kannst auch Leute immer ziemlich gut aus irgendwelchen Ämtern kicken, wenn du ihnen was nachweist oder sie dafür verantwortlich machst. Aber umso niedriger die Person angesiedelt ist, umso weniger interessiert es den Staat. Das ist, also mein Problem bei dieser ganzen Sache ist, also ich finde den Vorgang finde ich noch gut, aber mir fehlt noch den konkreten Grund, was der uns liefern kann, weil der ist in keiner Organisation, über die der uns was liefern kann und einfach nur seine, also das wäre jetzt im Augenblick noch der Deal, hör auf, ein böser Bube zu sein und dann kriegst du auch nichts, also dann hast du auch nichts zu befürchten, was eigentlich echt dünn ist, so. Es ist, also wegen sowas handelt man keinen Deal aus. Naja, also er könnte theoretisch ja mit den Leuten verkehren, die durchaus sich auch mal ein Kind oder zwei kaufen. Er verhandelt ja er hat ja Kontakte zu Kindern. Das heißt, er holt die von der Straße und gibt die weiter an die Reichen und Mächtigen. Machen viele Organisationen in Moskau. Ich kann dir auf Anhieb 2 nennen, die das tun, von denen ich das weiß. Abgesehen davon, können wir die abwackeln, diese Organisation? Kinderringe sind echt nicht in Ordnung. Wenn du Fedor fragen würdest, ob seine Organisation auch was mit irgendwie Menschenhandel und Kinderprostitution zu tun hat, würde der sagen, ja. Huch. Ups. Genau wie die andere Wuri und ein paar andere Leute. Es sei denn, da hat halt wirklich mal jemanden genervt, der irgendwie oder jemanden mit jemandem Deal irgendwie versaut oder irgendwas anderes, die jetzt sauer sind. Es könnte sein, wegen sowas geht's. Aber na gut, der Frau müssen wir das nicht sagen, das können wir dann mit ihnen direkt ausmachen. Ja, es könnte hinkommen, das müsste gehen. Was hast du denn jetzt konkret vor? Na, meine Idee, es sei denn, du hast eine bessere, wäre jetzt, wir schlüpfen in die Identität von Leuten, die ermächtigt sind, solche Deals an die Personen heranzutragen. Gucken, dass wir so einen Deal, so einen Wisch in die Hand kriegen, der möglichst authentisch ist. Versuchen dann der Mutter einzureden, dass wir nur das Beste für ihren Sohn wollen und er da halt mit Leuten zu tun hatte und da Mist gebaut hat, die ihm das Leben zur Hölle machen und dass wir versuchen, an die Leute ranzukommen und deswegen hoffen, über ihn mehr darüber zu erfahren. Und ihm halt, wie gesagt, im Gegenzug diesen Deal anbieten, dann gucken, dass wir irgendwie eine Art Treffen oder was weiß ich was organisiert bekommen mit diesem Typen. Und dann werden wir uns diesen Typen kaschen und möglichst von dem rauskriegen, wo der seinen ganzen Scheiß lagert. Was er da zu tun hat, und am Ende wird dieser Typ sterben. Mhm. Finde ich plausibel. Zumindest wäre das der Plan, den ich jetzt habe. Das deckt sich ja ungefähr mit dem, was ich vorgeschlagen habe. Juti, dann, wie sieht denn so ein Wisch aus? Ich habe keine Ahnung. Cool. Also, ich finde ja durchaus, dass wir den Anwalt, der sowas durchaus mal kennt, durchaus fragen sollten. Ich meine, das ist ja gerade neulich einer aus dem Knast gekommen von euch. Ich wollte schon sagen, ich würde erstmal den fragen, weil ich eigentlich jetzt noch nicht an den Anwalt ran will, der, wie gesagt, mit der Sache nichts mehr zu tun haben wollte. Und den ich einfach noch nicht kenne. Na gut. mit dem ich noch nicht mal das Angebot das Abschlussgespräch geführt habe bezüglich seines Umzugs. Na gut. Also ich traue dem noch nicht. Der kauft bei MQVC, dem ist nicht zu trauen. Das stimmt. Aber wir können Mischa mal fragen. Jo. Der ist nett. Ich mag den. Natürlich. Das habe ich fast erwartet. Du magst gefälligst alle deine Brüder und Schwestern. Ja, aber es gibt ja Leute, die mag man mehr und manche mag man weniger mehr. Manche sind gleicher als andere, schon klar. Wie war das? Deine Freunde kannst du dir aussuchen, deine Familie nicht? Das ist richtig. Deswegen habe ich mir ja eine Wahlfamilie gesorgt. Ist halt aber auch nur zum Teil richtig, finde ich. Ja, spätestens wenn du heiratest, musst du dir deine Familie selber aussuchen. Nee, du kannst auch zu jedem Zeitpunkt... Ah, okay. Ab einem gewissen Zeitpunkt deines Lebens kannst du relativ einfach sagen, das ist zwar meine genetische Familie, aber wir müssen uns halt trotzdem nicht miteinander unterhalten. Tschüss. Ja, hat Jojo auch gemacht. Mit 13. Mit 13. Easy. Jürdi, ihr fahrt zurück und findet den in der Garage, weil... Weil... Er hatte den Auftrag, nochmal kurz über die Autos drüber zu gucken, und dann ist Vlad los mit Carina, weil die ja verdammt nochmal, die hat ja, was haben Kinder noch so, wenn die klein sind? Alles. Masern, Windpocken, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur eine Erkältung. Keuchhusten? Eine Mittelohrentzündung. Nee, wir nehmen den Keuchhusten. Also, weil die nämlich Keuchhusten hatte. Und dann, als er dort vom Arzt wieder rauskam, voll genervt und mit Kindersabber an der Jacke, dann ist das Auto nicht angesprungen. So, das heißt, Mischa darf jetzt alle Autos aber richtig warten, die dort stehen, inklusive deines, Kaban. Cool. So, deswegen hängt er da gerade. Und gönnt sich ein Zwischendurchbier. Wir kommen rein. Boah, Mahlzeit. Dass ihr mir helfen wollt, ist so nett. Das ist ja alles hier kein Ding. Aber diese ganze Elektronik. Kein Ding. Hast ja du gerade mal hier Moment, hast du meinen Bordcomputer gerade rausgenommen? Nee, das ist eh noch von einem anderen. Da hat Vlad vor Wut, dann seine Faust drin gehabt. Das ist nicht deiner, deiner ist noch in deinem Auto drin, damit war ja nichts. Mhm. Aber dennoch, diese ganze Elektronik ist ja noch schlimmer geworden als vor ein paar Jahren. Oh Gott, das dauert wieder 3 Stunden, wenn ich mir das so angucke. Ich lasse mal eine Diagnose-Software über mein Auto laufen, Selbsttest und so. Der hat ein paar Sachen daran gemacht, die man halt so, der hat einen Reifen, also der hat geguckt, ob alles okay ist, und dann hat er sowas gemacht wie Reifendruck nochmal nachdingsen. Mit deinem Auto ist ja prinzipiell alles in Ordnung gewesen, das braucht ja keinen, da hat er auch nicht viel gemacht. Außer ist nochmal hier putzt, denn das gehört ja dazu, und ausgesaugt. Aber vielleicht fehlt dein Bier, was in der Seitentür war. Das habe ich schon gesehen, habe ich schon abgeschrieben. Sehr gut. So. Bordcomputer, lass mal sehen. Da hatte Vlad seine Faust drin. Das muss man uns nicht mehr angucken. Der kommt in den Müll. Der so ist tatsächlich nicht mehr zu retten. Ach, so ein Knoten ist verdammt teuer. Ich glaube, da kam sein Ring am hinteren Ende wieder raus. Ich weiß nicht, wie er das Ding noch anbekommen hat dann. Ach so, ja, nicht mehr. Dann am Ende ist es wieder meine... Nee, es war ja auch meine Schuld, das gebe ich ja zu. Hä? Na, wäre es einfach so losgefahren, hätte er nicht seine Faust reinhalten müssen. Ne? Ach, das meinst du. Ja. Die Form von Schuld. Ja. Ah. Wer konnte wissen, dass dieses Kabel von Relevanz ist? Das rote da? Nee, das blaue. Achso. Ich knipse das roten Kabel, ich bin doch nicht wahnsinnig. Fliegt immer alles in die Luft. Ja, es sei denn, die verändern den Farbcode. Das haben die auch schon mal gemacht, die Schweine. Um Autodieben vorzubeugen. Nee, das war gar nicht in einem Auto. Das haben die bei Max-Schlössern mal gemacht. Die Penner. Da haben die den Farbcode verändert. Und das war aber nur in einer Serie. Und dann war Tilt, bis man das raus hatte. Und standst du vor der Tür und wolltest die scheiß Tür aufmachen und so sonst alles easy. Dann macht's Klick und Alarm und. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, war bei dem Motorrad, das war schon, Dings. Das hatte schon viel Elektronik drin und das war dann damals, da war das ja noch nicht Wi-Fi, ne? Da hast du dich dann eingestöpselt und da waren die ganzen Anzeigen seitenverkehrt und sahen anders aus, weil die das Motorrad, also die Charge, das Modell, verkauft haben für irgendwo in Europa, für irgendwelche Polizeidienstleister. Und sie haben das dann halt auf den Markt angepasst. Und ich dachte mir einfach nur, ich klaue hier einfach nur ein Motorrad, um mich hier zu verpissen. Und da ist die Tankanzeige einfach mitten in meinem Face und ich sehe überhaupt nicht, was los ist. Und weggekriegt habe ich es auch nicht. Und dann musste ich immer an der Wand stehen und niemals die Seife aufheben. Ihr dürft, wenn ihr ein Motorrad klaut, müsst ihr immer gucken, was ist denn das für ein Modell? Dann müsst ihr erstmal nachschlagen, wo wird denn das hingeliefert? Kann ich damit überhaupt umgehen? Ansonsten müsst ihr nämlich rennen. Lehre fürs Leben. Das war eine schöne Zeit im Knast. Ich sagte ja, da war 10 Kilo abgenommen innerhalb der ersten Woche. Das ist hart. Nee, das wollte ich ja so. Ich wollte ja meine schlanke Linie behalten. Na, das hast du nicht geschafft. Bitte? Bitte? Muss ich mir sowas sagen lassen? Von so einer halben Person, ne? Nee, du hast das ja nicht gesagt. Nee, aber muss ich mir das von jemandem sagen lassen? Prospect. Muss ich mir das von jemandem sagen lassen, der irgendwie noch nicht halb so lange bei der Gang ist, wie ich für diese Gang im Knasse Fresse gehalten habe, ja? Ja. Und mich richtig tief gebückt habe, wenn der Wuri vorbeikam. Ich hatte dort mehr Schwänze in einer Woche im Arsch als du im ganzen Leben. Also, ein bisschen Respekt. Und ich dachte, du bist stolz auf deinen Bierbauch. Nö, keine Ahnung. Also, ist ja kein Bierbauch, das ist ja sexuelle Schwungmasse. Ah. Ja. Ich verstehe. Feinkostgewölbe. Gefällt mir. Pass mal auf. Deal. Ich helfe dir gleich und du beantwortest mir eine Frage, wenn du mir die vielleicht beantworten kannst. Also, ich hätte dir wahrscheinlich auch so geholfen, aber die Frage kannst du mir trotzdem beantworten. Alter, ich dachte, ich komme raus und das ist alles andere, aber die Leute kommen immer mit den gleichen Worten zu mir. Ja. Du erzählst mir was und ja, warum geht's denn? Hast du schon mal irgendwie, hast du bestimmt irgendwie einen Deal von den Bullen mal irgendwie ins Gesicht gehalten gekriegt? Weißt du, wie so ein Wisch aussehen muss? Tausende. Das heißt, du weißt sehr gut, wie so ein Wisch aussehen muss. Ich hab noch einen da. Das ist... Ich weiß, das macht er jetzt nicht mehr, aber früher hat man sich sowas, seinen ersten, den hat man sich an die Wand gepinnt. Das ist... Also, du machst mich gerade echt glücklich. Also ich meine, die haben dir noch nie was angeboten? Nee. Ja, keine Angst. Das kommt irgendwann, das macht dich dann zur Frau. Ich freue mich schon so auf diesen Tag. Naja, es wird am Anfang ein bisschen wehtun und es ist ein bisschen komisch, aber danach fühlst du dich einfach ganz anders. Es wird dein Leben verändern. So. Alles klar, klingt hervorragend. Dann muss ich mir da mal eine Fotografie von ausleihen. Das bringt ja aber nichts. Wieso? Na, weil hier so ein Chip drin, also so ein, das ist natürlich AR-Papier, ne? Naja. So. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das heute komplett, ist auch egal. Auf jeden Fall ist da ein Chip drin. Na, die werden das heutzutage elektronisch machen und dann vermutlich mit einer Signatur oder so. Ja, gut. So, das wird ja dann dasselbe auf jeden Fall. Du kannst dir gerne Fotografie machen, aber da ist das wesentlich ja nicht drin. Das stimmt. Ja, mal gucken. Irgendwie geht das schon. Ich muss erstmal nur wissen, wie es aussieht und vielleicht mir mal diese Signatur angucken. Du kannst ihn dir auch mal ausleihen für einen Tag. Ich muss halt nur dann, keine Ahnung, dein Leben als Pfand nehmen. Mein Leben? Na, wenn ich den nicht wiederkriege, Alter, das wäre aber schon ärgerlich. Können wir da einen anderen Namen draufschreiben? Das nützt doch nicht. Da ist dann genauer Text drauf. Können wir uns den erstmal angucken? Die sind eigentlich nicht mehr, also kannst du nicht mehr wirklich verändern, keine Ahnung. Na klar könnte das machen. Ich bin da sehr stolz drauf, aber Pause habe ich erst. Oh, die habe ich ja jetzt schon genommen. Dann gehen wir nochmal rüber. Dann wird er in sein Zimmer gehen und euch einlassen. Und dann ist er da an der Wand, so ein Zettel. Ihm wurde eine übelste Strafmilderung angedroht. Er hätte eine ganze Portion Nahrung pro Tag bekommen, Freigang über 45 Minuten pro Tag, na, und einmal in der Woche hätte er bekommen Stuff. Er hätte Taschengeld bekommen für Zigaretten und so. Dafür hätte er nur komplett auspacken müssen. Das ist ein echt beschissener Deal. Na, denkst du, die haben viel anzubieten? Also. Die versuchen das doch nicht wirklich. Das Gefängnis hat doch überhaupt keine Mittel mehr oder der Staat mir was anzubieten. Wenn mir dort einer hätte ein Angebot machen können, was verlockend wäre, wäre das eine Woche gewesen. Eigentlich schon ziemlich traurig. Kann man die Signatur irgendwie da rauslesen oder sowas? Na, mit deinem Comlink kannst du es nicht machen. Die haben Geräte dafür. Ich glaube, in deren Comlink sind auch Zusatzfunktionen drin, aber... Kann Jojo was bauen? Wahrscheinlich kann es eher ein Hacker. Nein, den haben wir aber gerade nicht. Doch, wir hätten theoretisch einen, aber ist die Frage, ob der Hacker das kann. Oder ob sie da ein bisschen was umbasteln kann. Sowas, eine Art wie so ein Scan-Gerät oder sowas. Das müsste ja eigentlich gehen. Es geht ja nicht um das Gerät, es geht ja um die Software eigentlich. Um den Entschlüsselungsterminus, der da drin ist. Ach so, du möchtest gerne, dass wir Pomelo anrufen. Nein, das war nicht intended. Oh, stimmt, die ist ja tatsächlich, das habe ich ja gesagt. Das wird ein bisschen unter ihrem Niveau sein, die könnte das auch machen, ja. Das wisst ihr noch nicht, aber wir können auf jeden Fall Elda fragen. Genau, es geht auf jeden Fall darum, dass es nicht darum geht, was zu bauen, sondern was zu coden oder was gecodet ist. Also. Juti, dann muss Elda wohl mal ran. Na, wir müssten noch mal kurz, also ihr könnt euch das ausleihen, wir müssten aber noch kurz über meine Belohnung sprechen. Achso, noch ein Bier. Du willst keine Hilfe. Bei einer Strafarbeit Hilfe annehmen? Ich war echt lange weg, oder? Was ist das denn? Kriegt doch keiner mit. Jo! Weißt aber schon, dass ich der größte Denunziant des ganzen Ladens hier bin. Ich renne als erstes zu deinem Bruder und sag, was du mir hier anbietest. Ja, ein Deal. Einen besseren, als den, der da hängt. Also, ich bin damit einfach nicht einverstanden. War nur eine Idee. Du weißt doch, Deals nimmt er generell nicht an. So ist es nämlich. Na, wartet mal. Darüber reden wir nochmal. Ich muss jetzt eh zurück, weil irgendwann werde ich schon mal was finden, wo ich dann sage, ich möchte gern meine Schuld eintreiben. Gut. Eine Hand wäscht die andere, kennt man. Nee, das heißt, eine Hand wäscht die ungewaschene. Hm. Und wenn beide ungewaschen sind? Das schließt, das geht immer noch. Da ist ja nur von einer die Rede. Da gibt's immer noch die Seife. Aber die sollten noch nicht aufheben. Das stimmt. Ach, das Leben ist so kompliziert. Das stimmt. Zum Glück habe ich es unkompliziert und werde jetzt einen neuen Bordcomputer einsetzen. Mach das. Yay. Mach auch. Viel Spaß. Naja, das wird richtig gut. Wir schnappen uns das Ding und lassen Elda mal drüber gucken. Genau. Der kauft was von dem Data Haven. Dann könnt ihr das auslesen, ja. Und so, kannst du uns ein neues machen? Für jemand anders mit einem anderen Text? Das wird schon gehen, aber ich kann... Ja. So einen Chip nicht unbedingt herstellen. Also wenn ihr das ausgelesen haben wollt, dann wird's kompliziert. Und das Ding ist übrigens 1000 Jahre alt, ne? Für wen soll denn das sein? Nein, darum geht's gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob man bei dieser Signatur irgendwas beachten muss und ob das, heutzutage wird das ja vermutlich elektronisch gemacht, also ohne irgendwie umständlichen Papierscheiß und so. Nicht zwingend, du kannst das auch immer noch auf Papierscheiß machen, also auf hier, ne, nicht baumbasierten Papier machen, weil wenn du das da drauf druckst und, also du ziehst quasi die Anweisungen von einem Server, den du nicht kaputt machen kannst, von einem Host, und dann ziehst du es auf Papier, weil wenn du es auf deinem Comic mitschleppst, kommt jeder Depp ran, auf Papier nicht. Hm. Hast du so ein schönes Aktenköfferchen dabei. Okay, das heißt... Für wen soll denn das sein? Weil eine öffentliche Behörde? Keine Ahnung, schaffe ich nicht. Nee, keine öffentliche Behörde, darum geht's gar nicht. Ich wollte nur wissen, wie kompliziert das ist oder ob das irgendwas ist, was man sofort irgendwie rauskriegen kann, ob das Ding echt ist oder nicht. Na, wer denn? Wer soll das rauskriegen können? Großmütterchen, sonst irgendwer. Na gut, pass auf. Großmütterchen weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Kontakte sind, die Alter hat, deswegen... Na, pass auf, bei sowas... könnt ihr ja erstmal abzwingen, dass sie natürlich schweigt oder das Ding ist kaputt. Das kann man auch damit oft auf so einen Deal draufschreiben. Dass Drittbeteiligte die Fresse halten oder das ist für einen Arsch. Oder ihr sagt es ja einfach mündlich, denn ihr habt ja die Macht, die Mighty Balls. So. Und im Normalfall ist es so, die nehmen dann den Wisch und wenn Leute fragen, ja, aber woher soll ich denn wissen, dass sie kein Betrüger sind? Dann tust du das in dein staatliches Comlink. Und dann steht da drauf, verifiziert. So, und das wird von dem Code ausgelesen. So, die Software zum Verifizieren habe ich auch da. Siehst da die Teile zu extrahieren, dass es nur so scheint, als wäre da ein Chip drin und es hätte dir das gesagt, geht, für Großmütterchen schaffe ich das. Das wäre echt nice. Und dann braucht er so ein Stück Papier. Und einen Text, der einigermaßen schön formuliert klingt. Das mit dem Text kriegen wir hin. Das denke ich auch. So ein Papier kriegt man woher? Aus dem Laden. Ich hab noch was da. Ne, aus dem Laden. Du bist aber auch witzig. Sieht schon ein bisschen anders aus als das Papier aus dem Laden. Es ist ja nicht ganz normales elektronisches Papier. Okay. Ich dachte, das wäre ganz normales elektronisches Papier. Na, ich weiß nicht, wie gebildet jetzt Großmütterchen ist. Es gibt so ein paar Zeichen, wo du... Also sie haben da schon minimal... So wie... Ach, ist aber egal, ich hab noch was da. Ja, geht doch. Was bist du denn jetzt so, du? Ja, geht doch, Alter. Du gehst raus mit dir. Jawohl, raus. Habe ich verstanden. Ich wollte dich eigentlich nur indirekt loben. Nee, du wolltest raus. Jawohl, raus. Ich gehe raus und sage ihm dann, ich wollte dich doch nur loben. Kaban ist frech. Der ist echt frech im Moment. Nee, denk Jojo. Irgendwas muss ich ja gleich mal sagen. Der Typ macht sich gut. Weißt du, ich sage, jemand müsste mal einen Müll rausbringen und gucke mich um, ob irgend so ein Dreckspatz gerade da ist, den ich mal, ne? Und er kommt hinter mir an und sagt, jawohl, und macht das einfach. Sehr schön. Aber sobald er mit dir rumhängt und der wieder reinkommt in dieses alte Job-Ding, das ist ganz gefährlich. Ja, ich weiß. Und da er mit dir bei diesem Job-Ding rumhängt, musst du ihm das klar machen. Er muss in der Zeit Hentai gucken, auf jeden Fall. Mach das. Ich habe noch was von dem Papier da. Das ist gut. Ich müsste nur mal kurz Flatt fragen, ob ich das freigeben kann. Es sind nämlich noch 6 Blätter. Okay. Naja, OT, ein Blatt müsste doch eigentlich reichen, weil du den Text ja dann runterziehen kannst. Selbstverständlich, das ist okay. Ein Blatt. Warte, ich komme gleich wieder. 5 Minuten später. So, alles klar. Easy. Ich öffne ihm rüber, wenn er wieder reinkommt, quasi seine eigene Tür. Sehr freundlich, sehr freundlich. Schließe die Tür wieder hinter ihm. Stell mich davor. So, kommt Konstantin vorbei. Hast du nichts Besseres zu tun? Nee, ich soll hier draußen warten. Ja, mach dich mal irgendwo nützlich. Kommt danach. Nee, stehst du jetzt hier nicht 10 Minuten rum. Wie darf ich mich denn nützlich machen? Da musst du schon was finden, Alter. Keine Ahnung. Gut, ich, geh in die Küche und mach da sauber. Sehr gut. Ist eh bald wieder Fütterungszeit für die Kinder, also von daher. Gut. Alles klar. Dann versuche ich mal die Datei zu besorgen, die dann da drauf kommt. Ach so, ja, na, ich kann dir auch schnell. Warte, hier hast du immer da. Das ist dann das Programm, was du abspielst, damit es anzeigt, als wäre das geil. Mhm. Und hier hast du das Programm, mit dem du das Papier dann quasi bedruckst, quasi. Ah, ich danke dir. Viel Spaß. Adios, Muchacho. Tschö, geht raus. Da steht kein Kaban. Das stimmt. Dann guckt sie, wo Kaban ist. Meint dann, wenn sie dich sieht. Oh, weißt du kannst mal weiter die Küche putzen. Jawohl. Krieg ich auch so. Okay. Haben wir denn alles, was wir brauchen? Ja. Gut. Sag mal, ist heute Apfelbreitag oder eher Bierentag? Ich wechsel die immer. Völlig egal. Das sieht dein Bruder nicht so. Dann wird er dir das schon sagen. Ja, aber das letzte Mal gab es schon Ärger. Warte, heute ist... Was für ein Wochentag? Und ich dachte, ich habe sinnlose Sachen in meinem Kalender stehen. Das ist Mittwoch. Mittwoch. Heute... Warte. Mango. Mango? Mhm. Oh Gott. Okay, dann fahre ich nochmal los und hole Mango zurück. Ich habe eine kurze Frage, Flummi. Ja. Wieso hast du mich gerade gefragt, welcher Wochentag das ist? Denn du hast ja offensichtlich ausgedacht, was es jetzt sein soll. Ja. Und? Achso, du wolltest den Wochentagen wieder eine Bedeutung geben. Das finde ich eigentlich ganz okay. Das war alles. Okay, nur ganz kurz. Kaban, wenn du wiederkommst, wird leider Vlad hier spielen. Schon die Kinder mit Apfelbrei gefüttert haben. Nein. Aber dafür habe ich jetzt mehrere Dosen, also hier mehrere Packungen quasi Mango und schreibe da überall Mittwochs drauf. Geil. Und ne, dann kommen die in den Schrank. Die Dinger sind alle nach Wochentag. Gut, da wird noch irgendjemand anmerken, dass du der deutscheste Russe bist, den er je gesehen hat. Es ist gut, wenn nämlich die gespielt und die gefüttert hat, dann bin ich unschuldig. Ich sag mal, es war vielleicht auch eher eine Phase von Vlad, dass er da irgendwie Wert drauf gelegt hat. Wahrscheinlich. Vielleicht war es auch bloß eine schlechte Laune. Und also ihr habt ein Ventil. Ja, eben. Zur Not kriegt der Prospekt eines drauf. Das ist halt so. Wobei man fairerweise sagen muss, dass er da gar nicht so häufig unterscheidet nach Prospect oder nicht. Der gerade am nächsten steht, wird als Prospect behandelt, ist klar. Ja, das nur auch nicht, aber ich meine, da muss ich dann schon mal anschreien lassen oder so. Der junge Mann hat echt ein Aggressionsproblem. Ja, natürlich, der kommt aus Chopperino, Alter. Ich sag mal, das hat schon einen Grund, warum der von weniger ganghaften Gängern dort umgeben ist, weil der sonst gar nicht das Ding führen könnte. Das wär einfach ein übelstes Inferno. Aber gut. Ja. Jojo guckt, dass sie den Gesetzestext irgendwie, oder den Text irgendwie hinkriegt. Die wir den selber schreiben? Nein. Okay. Du fährst da hin. Ja. Er ist in seinem Hinterräumchen und telefoniert mit seiner Mutti. Jo, aber es ist, ich habe, so eine Bar ist ja nur der erste Schritt. Na, guck doch mal. Klar, habe ich jetzt dafür nicht studieren müssen, aber du wolltest ja bestimmt auch, dass ich den bestmöglichen Abschluss habe, um ein zufriedenes, ne? Das stimmt schon, aber ja, aber das kannst du ja so. Oh, scheiße, da vorne ist gerade, da ist das Gesundheitsamt. Tschüss. Ich rufe dich nochmal zurück, Mori. Ist auch gerade. Außerdem fahre ich gerade mit meiner Bar durch den Tunnel und nee, ich wirklich jetzt nicht. Jetzt sei doch mal nicht so. Ich rufe dich zurück. Die Zeitverschiebung, weißt du überhaupt, wie spät es hier ist? Ja, na klar, es ist erst 19. Ach komm, bis später. Tschüss. Auf den Tunnel habe ich gewartet. Das war jetzt aber auch schon ganz schön nervig. Das klang auch so. Ich beneide dich auch überhaupt nicht. Dass man dich mal wieder zu Gesicht bekommt. Was ist da eigentlich los? Ich hab dir deine Drohnen mitgebracht. Ich fühle mich vernachlässigt und werde jetzt zickig reagieren. Achso, nee, warte mal, das musst du jetzt nochmal wegdenken, weil du musst ja selbst erkennen, warum ich jetzt verstimmt bin. Warte, wir machen das nochmal völlig neu, du kommst jetzt bitte nochmal rein. Sie grinst und kommt nochmal rein. Er nickt dir nur kurz zu. Ich hab deine Drohnen fertig. Danke, da. Was bist du denn jetzt so? Ah, ist nix. Ah, okay, na dann, tschüss. Pass auf. Da läuft nebenbei noch so eine kleine Geschichte. Mit dem Milchmann, ich wusste es immer, du verdammte Hure. Mit dem Postboten. Hure! Vor allem Matrix-Sex, also wirklich. Na klar. Auf jeden Fall brauchen wir dafür einen Deal mit den Bullen. Ja gut, das klingt aber nicht nach meinem Dings. Doch, es muss nämlich nur so aussehen, als wäre es einer und es muss ein Wisch sein, den wir denen vorlegen. Und da du einen wunderbaren Abschluss hast und des Russischen mehr oder minder mächtig bist, ich sag mal eher mehr als minder, erinnerst du dich, wo mein Abschluss war? Also ich wollte jetzt nur eigentlich nochmal das Gespräch von gerade aufgreifen, weil ich es witzig fand. Du kannst mir ja viel vorwerfen, aber nicht, dass ich Jura studiert hätte. So tief sinkt keiner. Das stimmt. Nein, aber da du dich vielfach mit solchen Dingen auseinandergesetzt hast, denke ich, bist du zumindest dazu in der Lage, sowas am ehesten zu formulieren, ohne dass jeder sofort merkt, dass das jemand geschrieben hat, der seinen Abschluss vielleicht kurzzeitig mal ausgelassen hat. Spezifika. Also, der Typ, um den es geht, ist, also es geht darum, dass er irgendwie eine massive Strafminderung kriegen soll für den Bockmist, den er da baut. Was wäre das denn so für Bockmist? Oder denke ich mir das aus? Drogenhandel, vermutlich sogar Menschenhandel, weiß ich aber nicht genau. Ja, wie viel Tonnen soll es denn da geben, bevor die Polizei was macht? Schon im großen Stil. Du sagst also Unterstützung terroristischer und Staatsfeinde. Ja, alles klar. Sowas in der Art. Das ist der. Also der verkauft offensichtlich Cram an Tschetschen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall für die Hintergrundgeschichte, wie man das dann formuliert, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Typ irgendwie einen Deal versaut mit wem anders, der ihm jetzt wahrscheinlich an den Kragen will und der ein bisschen höheres Tier ist. Der Grund, weshalb man ihm diesen Deal überhaupt anbieten kann. Und wir wollen Infos. Na gut, sowas steht natürlich da nicht drin, ne? Nein, aber ich habe keine Ahnung, ob da dann noch irgendwas Spezifisches rein muss. Nee. Also ich meine, das wäre ja was du dann sagst, dass der, wenn jemand nachfragt. Naja, klar. Natürlich sage ich das, aber wie gesagt, ich wollte dir nur eine Hintergrundinformation liefern, damit du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Du weißt aber, dass da so ein Chip drin ist, der vor der Bude für mich unmöglich ist, irgendwas zu machen. Ja, dafür habe ich, sie hält ihr Comlink hoch. Das sieht aber, da brauchst du aber vielleicht ein anderes Modell, ne? Ja, aber ich habe noch eine Menge Modelle da. Du bräuchtest schon das, was die benutzen. Ja, natürlich. Aber das Programm, das so tut, als wäre dieser Chip da drin und verifiziert mir das habe ich schon. Ja, das ist ja gut, aber du brauchst trotzdem ein anderes Modell. Ja. Auch eine andere. Nee, ich glaube, die Software ist nicht die gleiche. Neonet. Es ist Erika, glaube ich. Na, ist ja auch egal, kann ich ja noch raussuchen. Das wäre super. Aber Comlink-Modelle habe ich noch einen ganzen Schrank voll. Du wirst aber nicht die haben, die haben, und du wirst auch nicht die Software haben, die haben, weil das eine Software ist, die nur für solche Dienstleistungen oder für solche staatlichen Sachen produziert wird. Das stimmt. Die verkaufen die nicht an Leute wie dich. Ja, aber ich brauche doch die Software auch gar nicht. Die Alte, mit der ich darüber rede, die hat doch wahrscheinlich sowieso, wenn überhaupt, nur minimalst Ahnung oder gar keine. Aber man sieht sofort, welches Betriebssystem das ist. Es steht nämlich einfach unten rechts. Ja, aber das muss doch nur das Betriebssystem sein und dann kann ich mir das einfach eine Maske drüber legen lassen, die so aussieht, als wäre es das. Dann solltest du aber daran denken. Ja. Siehst du. Ich danke dir für den Hinweis. Gut. Jo, ich schreibe dir was morgen Abend. Okay. Das hatte ich jetzt so übelst in Beschlag genommen. Nö. Alles klar. Das und die andere Liste von Dingen, die noch anstehen. Unter anderem deine Drohnen, aber die sind jetzt wenigstens fertig. Ja, sag mal, ich hätte auf meine Drohnen auch noch verzichten können, so ist es ja nicht. Ja. Aber gut. Es ist nämlich Neuronet, wusste ich doch. Jo, such ich hier auch noch raus. So eine Maske gibt's sogar. Kannst du dir sogar kaufen, musst du noch ein bisschen googeln. Und die Comlink-Külle, die kann man sogar richtig kaufen. Geil. Gut. Sehr cool. Dann gehe ich mir das mal besorgen. Machst du. Mach ich. Bis morgen. Bis morgen. Sie zischt ab. Deli. Ja. 10 Minuten ungefähr, bevor jetzt Jojo reinkommt. Die darf sich dann selbstständig wieder integrieren. Mhm. Die sitzen alle, inklusive dir, und du hast übrigens fucking Freizeit. Gerade Geil. Da und unterhalten sich wertend gerade über Pornostars. Natürlich mit Bildmaterial. So. Sind auch ein paar Hangarounds da und so ein Shit. Mhm. Die werden dann erstmal kurz alle von Vlad rausgetreten. Also sogar fast einigermaßen freundlich. Denn der hat eine Laune, die ist halt einfach zum Bersten. Obwohl, nee, doch nicht Freund, warte mal kurz, eher neutral, aber ist nicht übelst wütend. Aber er scheint sich selbst auch noch nicht ganz sicher zu sein. Auf jeden Fall kommt er dann nahe, winkt die Torte, die er sein eigen nennt, nochmal ran. Und dann wird er bekannt geben. So, ihr Parasiten, jetzt halt mal die Schnauze, macht mal die Kacke. Wer ist denn das? Macht mal die Kacke aus. Ich mache den Fernseher aus. Da, Frischling. So, Felix nimmt jetzt den Face aus dem Teller. Das ist ja ekelhaft. Also. Und davon lässt mir was übrig. Es ist so, dass dass wir hier 3 neue Kinder kriegen werden. Und mit wir meine ich halt hauptsächlich mich und Tamira. Wir sind Drillinge. Ihr müsst jetzt nicht so tun, als würdet ihr euch ausschließlich freuen. Glückwunsch. Danke. Also, ich weiß, dass das nochmal ein ganzer Batzen ist. Und dass das alle ganz schön... Also, ich weiß, dass es Arbeit wird. Ja. Aber, was ja auch mal klargestellt werden kann. Hier kommen 3 Stammhalter ins Haus. Männer, orkische Männer, stark wie Bären, groß wie Titanen. Klug wie Füchse. Und überhaupt einfach übelste Stammhalter. Das müssen wir uns auch mal kurz. Also es ist auch für mich jetzt, aber ich wollte auch gleich sagen, dass, keine Ahnung. Und, dass ich muss jetzt auch erstmal, ich werde jetzt erstmal rüberfahren zu meinem Vater. Ihr könnt euch ja gerade so noch ein bisschen selbst organisieren. Und dann erstmal den und so. Und, ja. Wäre nett, wenn jemand schon mal irgendwann in den nächsten Monaten anfängt, den Babykram, den wir schon mal irgendwo verstaut hatten, wieder vorzukramen. Das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre... Genau. So, ich fahr da jetzt rüber. Also, im Gegensatz zum letzten Mal mache ich diesmal ein bisschen anders, und zwar, die haben jetzt einen eigenen Trakt, ne? Richtig, die haben angebaut und die mit Kindern, die haben jetzt einen eigenen Trakt. Okay. Irgendjemand guckt nochmal, ob die Luftfilter und dieser Zwischenfilter in Ordnung sind, weil ich weiß schon, dass ihr ja natürlich alle quarzen wollt, bis zum Jed nicht mehr, aber ihr wisst ja, wie es ist. Gut. Ich muss los. Au. Oh. Ja, ich tue dann wie geheißen. Ich muss es ja nicht sofort machen, Alter. Da wird erstmal, erste Amtshandlung ist, dass sie Flaschen Schnaps erstmal mit Gläsern gefüllt werden und die erstmal vor jedem auf den Tisch gestellt werden, wird doch einer für Jojo zurückgehalten, so, ne, falls sie irgendwann später kommt, damit sie dann auch nochmal drauf anstoßen kann mit sich. So, außer für die Alte, für die gibt's leckerstes Ginger Ale, so. Und dann wird er erstmal angestoßen, dann wird jeder nochmal kurz eher so halbherzig auch mal Glückwünschlein, ne, weil sie wird zwar Mutter, aber er wird Vater. So rum ist das, ja. Mhm. Ja, die auch die ganze Arbeit damit. 3 Stammhalter, weißt du, wie man sich da anstrengen muss? Das ist ja dann quasi ergebnisorientierter Sex, so mit Sinn und Verstand. Wenn er denn jetzt weiß, quasi, dass es denn schon Männer sind, also steht wahrscheinlich noch nicht fest, oder? Ich sag mal so, er hat auch letztes Mal gesagt, dass es 2 knackige Stammhalter wären. Mhm. Und es wird sich ausstellen, dass die eher so, keine Ahnung, auch 2. Monat oder so. Ach nee, das ist ja bei Ochs, müsste man ja eigentlich schon was sehen, ne? Was, wenn die jetzt im 2. Monat ist? Mhm. Ja, die tragen ja nur 6 Monate, ja, so langsam. Ja, da kann man sich immer noch irren, das ist ja alles kein Problem. Gab ja keinen fucking Gentest, sondern nur so einen schlapprigen Ultraschall. Und ich weiß, es sollte besser sein als jetzt, aber nicht gut genug. Er sieht Stammhalter, wo er Stammhalter sieht. Ach so, ne, da weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sieht, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei Menschen siehst du das, weiß ich nicht, 4. Monat oder so, keine Ahnung, mit Glück. Na, dann könnte es ja fast passen, aber es ist auch völlig irrelevant. Ja. Das ist was, über was ich mir keine Gedanken machen werde. Wie auch über alles andere, nicht. Und dann gibt's auf jeden Fall erstmal ein bisschen Party. So. Ich meine, sehr gut. Verhaltene Party, weil es wird dann noch Folgendes passieren. Es darf dann jeder in Loshut reingreifen, in den digitalen, außer den Prospects. Und der das kürzeste Stäbchen zieht, muss dann mit Vlad mal drüber sprechen, dass das super ist und dass man sich freut, wenn die Familie wächst. Dass aber man ja erstmal danach auch... Ich höre 2 Erfolge, ich bin raus. Nee, du, dir fällt das nie, du bist ein Prospect, dir wird das nicht zugemutet und du hast, ne, so. Ich sag ja außer euch. Aber irgendein Depp muss dann halt mal sagen, du, Vlad, ist aber auch erstmal gut jetzt. Ne, weil du bist ein Ork und diesen Ork und du weißt schon, wenn die nochmal schwanger wird, dann sind das nochmal 5. Oder da hast du ja schon 10 und ich meine, so eine Eishockeymannschaft ist zwar ein nettes Ziel, aber muss ja nicht sein. Ne? Das würde übrigens den Professor treffen, der freut sich schon richtig. Er bekommt aber von der Alten zugesichert, dass sie ihn unterstützt. Das war nett. Ne? Ach, die hat bestimmt auch keinen Bock drauf, dass die jetzt nacheinander irgendwie Zwillinge, Drillinge und Vierlinge austragen muss. Na, ich sag mal, die hatte jetzt auch schon ein paar mehr mütterliche Aufgaben übernehmen dürfen für die beiden vorhandenen. Ich glaube aber auch nicht, dass die ist ja auch gar nicht so unendlich alt. Ja. Ja, gut. Die hat da wahrscheinlich richtig Bock drauf. Na, ich sag mal... Es ist jetzt für sie kein Weltuntergang. Aber er ist natürlich schon auch mit, also gerade in dem Zusammenhang dieser ganzen Gang ja schon, man hat ja, man muss ja und so weiter. Mhm. Gut, ich habe auf jeden Fall eine Liste gemacht und das ist auf meiner To-Do-Liste, die Dinge zu erledigen mit den anderen Prospys. Ja, nächsten Wochen, Alter, weißt du, das ist ja jetzt alles noch kein... Ich weiß nur, dass wenn das nächste Mal schlechte Laune hat und er sieht, dass das noch nicht erledigt ist, dann kriege ich Ärger. Nee, da denkt er da überhaupt nicht dran, weil der dann irgendeinen Grund hat, schlechte Laune zu haben und darüber denkt er da nicht nach. Pass auf, wenn Vlad schlechte, du musst dir das anders vorstellen, dann ist das Problem ereignet sich dann schon viel eher. Der hat schlechte Laune, kommt rein und sagt, haben wir keine Putzthrone? Welcher Wichser hat denn da schon wieder seine Schlammfüße drin ab? Das ist ja widerlich. Boah, wisch das auf jetzt, Mann. So weißt du, das ist schon viel, der Grund ist so viel eher. Was eigentlich mit dem Wetter? Komme ich raus, fängt an zu pissen. Auf jeden Fall. Ist er noch gerade, der Loshut wurde gerade fertig gezogen und der Troll eignete sich und dann sind aber auch 10 Minuten rum. Yay. Yeah. Ja. Das heißt, du kommst wieder. Ich Ja, sie kommen wieder. Boah, Jojo, das ist voll ungerecht. Du kommst gerade wieder und da ging dieser Kelch schon an dir vorüber, aber dieser natürlich nicht. Man gibt ja so ein Glas Schnappes. Nee. Okay, wer will? Ich will die Begeisterung in ihren Augen sehen. Ich mach das. Du wirst Tante. Noch 3-mal mehr. Okay. Vlad hat uns schon zugesichert, dass es die strammsten Stammhalter wären, die Moskau je gesehen hat. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich das auch. Also 3 Mädchen. Na Moment, das hat er ja mit keinem Wort verneint. Ich habe gesagt, 3 der strammsten Stammhalter. Alles klar. Wenn jemand fragt, habe ich das aber übrigens nicht gesagt. Das wären Jungen. Das haben wir doch alle gehört. Ja. Natürlich. Auf jeden Fall kannst du ihm jetzt nicht mehr sagen, Bruder, alles Jute, das wird super geil, ich freue mich schon, denn er ist jetzt hier im Osten. Hm. Aber ich denke, der wird sowieso dann nochmal morgen bei dir reinschauen und sagen, Jojo! Na dann. Kann ich mir schon mal überlegen, alles klar. Was überlegen? Wie ich ihm sage, dass er danach bitte aufhören soll. Ach so, nee, das macht der Professor. Geil. Aber wir dürfen nicht dabei sein. Ich glaube, das forciert nur negative Energien. Hat der Professor Cyberaugen? Wer hat denn keine Cyberaugen? Ey, Prof, nimmst du das auf? Nee, das ist respektlos. Das stimmt. Meine ich. Ist auch nicht ernst gemeint, Mann. Der arme Mann hat da jetzt auch zu kämpfen. Jetzt nicht gegen dich hier, nicht gegen dich, Tam, aber der muss ja jetzt auch 3 noch immer auf einmal, das ist ja auch nicht so... Ich meine, die Kinderkrankheiten, die eine kommt mit Keuchhusten wieder und der kriegt 3 neue. Ach so, das ist natürlich der Impfstatus. Den hätte man mal jetzt vorher natürlich eigentlich. Na gut, wir müssen mal... Du hast ja bestimmt schon einen Termin bei der Gynäkologin. Ich hab da auch nichts zu tun. Ich bin Genetik-Dude und lass mich mal in Ruhe. Was? Ich rede nur in meinen Bart rein. Okay. Aber wenn ich im Status höre, dann habe ich immer so ein bisschen Paranoia. Leute, wisst ihr eigentlich schon, der Frischling, ne? Der wird ja die Prospektzeit überhaupt nicht überleben. Der Junge stirbt nicht irgendwann mal im Leben auf dem Schlachtfeld und er stirbt auch nicht sich einpissen später im Totenbett, also im Alter, sondern der Junge stirbt, weil irgendein Kind ihn anhustet und es hat einfach einen richtig fiesen Schnupfen. Und einen richtig krassen Husten, an denen wir uns gar nicht anstecken würden. Und dann kommen die Viren bei dem Frischling an und sagen, Alter, Paradies. Und dann töten die ihn. Ja, du hast gedacht, das wird leicht, aber nein. Das Leben ist nicht leicht. Ist ja eigentlich klar, was über 5 Kinder für Kinderkrankheiten in dieses Haus kommen werden. Darf ich ins Klohäuschen umziehen oder so? Das wird aber nicht helfen. Es war schön mit euch. Bei dir muss ich ja ab und zu echt mal gucken, wie es so aussieht in deiner Blutbahn. Das Gefühl habe ich schon. Und die ganzen anderen Lappen, ihr braucht gar nicht so zu kichern. Wir müssen auch mal bei euch gucken, wegen Impfen und so einen Scheiß, weil... Wenn von euch noch jemand die Windpocken kriegt, wäre nicht so gut. Aber mit Impfen vergiftet man doch quasi die Bevölkerung. Das ist nicht ganz richtig. Das hat man im 21. Jahrhundert dann abgelöst durch Chemtrails. Ach so, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Dann nehme ich das natürlich zurück. Die Drohnen verseuchen unsere Luft. Mhm. So ist es. Kannst du nicht wissen. Wahrscheinlich mit Unfruchtbarkeitsserum oder so. Sieht man ja. Eben, wie das wirkt. Kommen nur Frauen bei Rob. Den letzten Satz hat er so leise. Dose Bier von Polina an den Kopf geworfen. Den letzten Satz hat er auch ein bisschen leiser gesagt. Mit so einem wirklich gute Ohren. Ja, mit so einem unterstützten, also mit so einem untersteckten Lachen. So. Ja, und ich krieg die Dose an den Kopf. Ist okay, nehme ich hin. Ja, kannst auch nichts dagegen machen. Ja, ja. Du kannst sie nur aufmachen und trinken und dann spritzt dir das Bier entgegen. So ungefähr, das hatte ich schon offen. Denkst du, man wirft geschlossene Dosen? Ja, die tun mir weh. Aber die hat man nicht so schnell bei Hand. Das stimmt. Erstens das und zweitens, der Schmerz ist im Verhältnis zu der Sudelei, die du hast, viel weniger schlimm. Wenn du Orks und Trolle sitzen hast. Stimmt. Geschlossene Dosen wirft man nur, wenn jemand sagt, gib's mir bitte mal ein Bier. Jo. Dennoch trinke ich die Reste. Das hoffe ich doch. Na sicher, man darf ja keinen Tropfen verschwenden. Das stimmt. Ja, die werden dann noch ein bisschen chillen, dann noch ein paar bisschen so unterhalten. Über Pornostars und Kinder. Zwei Themen, die hervorragend zusammenpassen. Nein, ich sag mal so, es gibt ja dann immer Gruppenbildung und man kann ja Themen wechseln. Das stimmt. Das sind irgendwie beides keine ansprechenden Themen für Jojo. Aber muss das nicht? Dann eher da, ja doch. Wobei, das ist ein witziges Thema. Doch, daran beteiligt sie sich eher. Natürlich, man kann dann auch über männliche Pornostars reden. Es gibt ja auch ein paar, die dann auch sich dann nicht sagen, sondern das ist ja auch wirklich ein schöner Mann. Sind wir doch mal ehrlich. Also vor allen Dingen hier, wie heißt der jetzt gleich schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Der Knast-Dude. Mischa. Ach so. Mischa ist es. Der kann das ja auch mal zugeben. Der hatte ja nur einfach schon, also der ist ja nur auch am Arsch gewesen. Jo, und dann wird am nächsten Morgen früh um 8 deine Tür auf ihn, Jojo. Am nächsten Morgen früh um 8? Exakt. Ja, da wirst du wahrscheinlich schon wach. Das ist ja auch, mir auch völlig egal. Auf jeden Fall ist es Flatt. Jo. Sieht echt müde aus. Ey, Schwester. Ich hab die Botschaft schon vernommen. Na klar hast du die schon vernommen, Alter. Er macht die Tür zu. Alter, ne? Der Professor war gerade bei mir. Alter, der Junge hat übelsten Schiss. Und da wollte der mir ganz vorsichtig erklären, mit übelsten Drumrum hier Laber. Ne? Dass doch jetzt bitte ja erstmal Pause ist. Ja. Und da habe ich mir gesagt, bist du völlig bekloppt? Bist du eigentlich absolut scheiße, du dummes Stück Wurst? Na klar, ist jetzt Pause! Ich finde... Also, ja. Worauf wollte ich hinaus? Du wolltest ins Bett gehen, weil du echt müde aussiehst. Halt mal die Schnauze, das ist nicht, worauf ich hinaus wollte. Das Ding ist einfach... Ich muss mir irgendwie mal Gedanken machen, wie wir das jetzt alles organisieren. Ja, das stimmt. Wolltest du jetzt von mir Anregungen oder wolltest du... Keine Ahnung, ich... erstmal wollte ich meiner Schwester sagen, au, und jetzt stehe ich hier und dann kreisen sie ihr Tanken und ich dachte nicht, dass gleich rausgeschmissen wäre. Du wirst nicht rausgeschmissen, setz dich hin. Ich wollte nur... Entschuldige bitte, Schwester, ich wollte dich ja nicht nerven, nur weil ich 3 Kinder kriege. Hä? Ach, keine Ahnung. Setz dich hin, Mann. Die ersten, die sind doch schon anstrengend. Das stimmt. Aber jetzt sind es ja 3 mehr. Ja. Ich sag mal so. Zoja. Die kann ein paar der Aufgaben, die sie jetzt innehat, an Felix abtreten. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil du 2 Leute brauchen wirst, die sich um die Kinder kümmern. Mindestens, wahrscheinlich sogar 3. Ja, aber ich habe zu keinem anderen Vertrauen. Also ich meine, außerdem habe ich dann immer noch irgendwelche Leute, die mal immer mal was machen können. So ist es ja nicht. Ja. So. Aber wenn Drillinge nachts wach werden und gleichzeitig Hunger haben. Ja, dann haben die eh nur 2 Brüste. Mhm. So, und Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. So, und dann ist das Soja. Dann bin ich da teilweise. So, Tamira. Und dann ist immer jemand wach. So, also das geht da nicht. Wie soll das anders gehen? Das geht nicht anders. Ja. Brauchen schallisolierte Räume. Denn wenn 3 Kinder nachts wach werden, dann will ich nicht, dass die anderen beiden nachts wach werden. Ja. Denn das wäre dann wirklich zu dritt eher Also das wäre ja richtig gut. Mhm. Du kannst aber schon mal dem einzigen Typen, den ich etwas besser kenne und der ein geregeltes Leben geführt hat, sagen, der kann für mich mal einen Plan erstellen mit den ganzen scheiß Vorsorgeuntersuchungen, Schuleingangsuntersuchungen. Da gibt's eine Untersuchung, Alter, wusstest du das? Ja. War ich nicht. Ich weiß noch, dass Alex mit mir irgendwann mal in der Schule war und gesagt hat, ich weiß, der ist jetzt ein Jahr zu alt, aber der ist ab morgen in der 1. Klasse und ich will, dass der was lernt. Und wenn der nichts lernt, dann wird einer von euch beten, von mir aber kräftig Ärger kriegen. Und ich weiß noch nicht, wer. Und dann war ich in der Schule. So, und da gibt's eine Untersuchung. Ja, da gibt's auch, je nachdem, an welch, keine Ahnung, wie das bei den Schulen hier ist, zum Teil auch Aufnahmegespräche und all solche Sachen. Nee, das, was ich ja gerade gesagt habe, war ja quasi ein Aufnahmegespräch. Ja, nee, das ist ein bisschen anders. Das ist mir doch völlig klar und deswegen wird der mir dann ja auch sagen, wie das alles läuft und so, aber das kannst du dem schon mal sagen, dass der für mich da so ein paar Sachen schon mal vorplanen wird. Mach ich. Bis die 21 sind. So weit. Ja, ich meine, der muss ja nicht alles auf einmal vorplanen, aber er muss am Ball bleiben. Ist in Ordnung, ansonsten hätte der jetzt wahrscheinlich angefangen, die Unis rauszusuchen. Ja, aber Unis, das könnte auch noch in Frage kommen. Ja, Ene wird ja vielleicht keine Gängerin, das stimmt schon. Aber ich habe hier die Verantwortung über den ganzen Motorradclub, ich kann mich nicht darum kümmern, wann die so organisatorische Sachen, das wird abgeladen. Der freut sich doch sicher nicht. Ich werde es ihm mitteilen. Na klar, wirst du das machen. Oh Mann. So, wie ist denn das mit der anderen Sache hier, mit dem Drogenshit? Mit Damian gequatscht. Und jetzt haben wir Infos über die Mutter von dem Typen. Und er kann uns auch einen Kontakt vermitteln. Das heißt, wir gehen da jetzt hin und tun so, als ob wir der Alten, die doch sehr besorgt ist um nicht direkt das Seelenheil, aber doch das Wohl ihres Sohnes, gucken, dass wir so tun, als ob wir der einen Deal anbieten, weil er sich mit Leuten angelegt hat, die ihm über sind. Und hoffen, dass sie uns entweder zu ihm führt oder sogar ein Treffen ausmacht, dass wir direkt mit dem Typen quatschen können. Und dann werden wir uns den kaschen und gucken, was da läuft. Sagst also, das läuft richtig gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. So, eine Bitte habe ich noch. Und zwar, nee, das mach ich dann. Hast du Zeit? Du bist so oft machst irgendwas, keine Ahnung, wo du jetzt immer bist. Hast du irgendwie Zeit? Das kommt drauf an, wofür. Na, du hast ja auch fast die Regel des Lebens. Ich brauche unbedingt irgendeinen Einführungskurs, einen besseren, als wir das machen können, für Mischa. Weil wenn wir dem irgendwas erklären, dann ist es alle 5 Minuten... sagt einer von beiden, hä, Weil er das letzte Mal, als er Technik gesehen hat, da war alles noch schwarz-weiß. Das ist kein Ding. Dann setze ich mich mit ihm hin und mach das. Nee, es haben sich viele Leute mit ihm hingesetzt. Und was ist jetzt die Sache? Entweder irgendwelche Kurse, mir ist egal, zur Not geht der zur fucking Abendschule. Oder jemand, der, es gibt da so Leute, die dann, zum Beispiel jemand, der in so einen Elektronikfachhandel-Dings-Scheiß hat und sich da irgendwelche Azubis ranholt. Die haben manchmal auch überhaupt keine Ahnung. So viel wie ich. Und dann such mal so was, du hast doch die Leute, du kennst doch die Leute. Ja, mach ich. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ich geh jetzt pennen. Du siehst aus, als könntest du es brauchen. Hey, ich musste ganz schön viel saufen gestern. Das riecht man. Ja, also sag mal, der Vater, der wollte irgendwie dann noch, der hat gesagt, hier in Juschneue, da wäre das alles so weicheiig und da muss jetzt mal irgendwie getrunken werden. Shoot. Na dann. Ja, da kommt's ja noch mal irgendwann die Tage. Gute Nacht. Gute Nacht. Mal auch kurz Pause, würde ich sagen. Ja. Penis Garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night Penis Garage, Penis Garage, Penis Garage, Penis Garage, Penis. Na, meine kleinen Stachelbeer, erklär's. Ich weiß es doch. Ihr denkt jetzt, es geht nur noch um Säuglinge und deren Sitzenträgerinnen. Wobei das bei Jojo noch nicht klar ist. Nee. Deswegen habe ich das ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt, dass das nicht passieren wird. Aber irgendwann vor einiger Zeit kam natürlich in mir der Gedanke auf, dass Vlad irgendwann sowieso nochmal versuchen wird, einen Jungen zu zeugen. Ne? Denn das kann ja so nicht angehen. Nun ist es ja so, dass offensichtlich bei Orks mehrere Kinder häufig auf einmal herausschlittern. Also ist es durch hinreichende Wahrscheinlichkeit zu begründen, dass jetzt da 3 vorhanden sind. Und natürlich wollte ich, wenn sich sowieso gerade das Thema bei Jojo, zumindest in der Schwangerschaft bis zum Abbruch, darauf zubewegt, dass ich dann die Scheiße gleich mitnehme, damit ich nicht irgendwann nochmal anfangen muss zu sagen, okay, und jetzt ist die schwanger und kriegt 3 Kinder. Damit ich die ganze Kacke auch mal weg habe. Also, ne? Zumindest diese ganzen Säuglings-Kleinkind-Schwangerschaftssachen, weil, ne? So, und außerdem, wenn er gleich 3 Kinder auf einmal bekommt, habe ich nicht das Problem, dass ich sage, okay, er hat jetzt noch ein Kind bekommen, das ist wieder ein Mädchen, jetzt wird er das nochmal probieren. Und gleichzeitig kann ich natürlich aus naheliegenden Gründen nicht zulassen, dass er einen Jungen bekommt. Ja? Deswegen mussten es natürlich 3 sein, damit er sich auch auf jeden Fall bewusst ist, dass das seine letzte Chance ist. Gut. Das dazu. Und ansonsten war ja auch eigentlich nichts, soweit ich das weiß. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite of the Greener Grass und von The She's My All Night Penis Garage. Das Videobild ist von Eva G. Middle-Dubsay. Alle Rechte auf Scheißen haben wir erstmal rein Mills Bros und Mills Broletten.